Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Just Bring It Podcast. Wir haben uns heute wieder eine Rangliste vorgenommen im Wrestling. Und zwar möchten wir heute über die WXW Shotgun Champions sprechen. Wir haben uns hier eine Auswahl von Champions hier aufbereitet. Eine Mischung zwischen den ersten Champions, den amtierenden Champions und dann zwischen kleinen Regentschaften, langen Regentschaften. Und das möchten wir euch gerne vorstellen. Und da ich wieder von wir spreche, wisst ihr wieder, bin ich alleine. Ich habe wieder Gesellschaft dabei. Heute wieder zwei Mann an der Zahl. Nummer 1 ist dabei der Daniel. Hallo Daniel. Hallo zusammen. Und natürlich nicht zu vergessen der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo zusammen. Ja, ihr zwei, wir wollen mal über die Shotgun Champions sprechen. Wir haben da ja so ein paar sind ja da durchgelaufen in den Jahren. WXW hat ja insgesamt 27 ja, Regentschaften im Shotgun Championship, nicht 27 verschiedene Champions. Das heißt, manche haben ja zwei Regentschaften, die wir hier mit abbilden wollen. Und ja, ich habe schon gesagt, wir haben eine Auswahl getroffen. Wir werden also nicht über alle sprechen, aus entsprechenden Gründen. Bei manchen wollen wir auch nicht groß vertiefen. Ihr habt das alle mitgekriegt über die letzten Jahre. Aber einen guten Überblick werden wir uns euch trotzdem verschaffen. Und ich würde vorschlagen, wie man es so schön macht, wir fangen am Anfang an. Und zwar fangen wir an mit dem ersten Shotgun Champion. Dazu muss man wissen, die erste Shotgun Championship wurde ausgefochten in einem Turnier und am Ende des Turniers hatten noch zwei Leute gegeneinander im Ring. Das war einerseits der mittlerweile, glaube ich, weltweit sehr bekannte Ilja Dragunov. Und auf der anderen Seite stand Tobi Blunt, den wir auch als Wrestler in der WXW hatten, der dort auch 2009 begonnen hat, 12 Jahre im Ring gearbeitet hat, auch im Westside Dojo gelernt hat, damals noch, und der halt hier zu der Zeit sehr stark noch mit bei der WXW vertreten war. Und auch da mit Ilja bis ins Finale gekommen ist. Und in dem Finale konnte sich dann Ilja Dragunov, ich glaube damals sogar noch mit Managerin, wenn ich mich nicht irre, noch durchsetzen. Und damit... Ja, genau, das war... Entschuldigung. Ja, kann Svetlana Kalashnikova war das. Ist das nicht die Frau von Felix Schuter-Schulz? Ja, genau. Kann das sagen, ne? Da war da was. Ja, und Ilja konnte sich hier durchsetzen. In einem Match nach knapp 12 Minuten bei der Fans Appreciation Week, beim Fans Appreciation Weekend hieß es damals noch, 2013, am zweiten Tag in der Turbinenhalle und sich damit die erste Shotgun Championship sichern. Ilja hatte über seine Zeit bei der WXW, die ja offiziell noch nicht vorbei ist, er ist ja noch im Kader, aber er ist ja jetzt primär bei NXT UK unterwegs. Aber er hat zweimal den Titel gehalten in der Zeit, insgesamt 257 Tage. Titelregentschaften, das unterteilt in zwei Regentschaften, wie schon gesagt. Die erste von 152 Tagen, die zweite von 105 Tagen. Und das mit ganz unterschiedlichen Gegnern, mit denen er sich da, Gesundheit, mit denen er sich da auseinandergesetzt hat. Und zwar in der ersten Regentschaft hat der Gegner bezwungen, wie Carnage, wie Bobby Ganz, damals noch als Robert Schild unterwegs, wie Michael Schenkenberg, den wir heute oder lange Jahre im Tag Team die Muskelkater kennengelernt haben, der bei der GWF unterwegs ist. Und der zweiten Regentschaft dann gegen Leute wie Axel Tischer, Alexander Wolf, Damek, Björn Simmons, Tommaso Ciampa, die wir auch alle kennen, hat er auch seinen Titel da regelmäßig verteidigt. Ja, Ilja mittlerweile, wie schon gesagt, zu NXT UK weitergewandert, darf jetzt Gott sei Dank und voll verdient mit Wrestling auch seinen Lebensunterhalt verdienen und hat da ein klasse Match gegen Walter gehabt, über das wir auch hier im Podcast mal gesprochen haben. Ja, und jetzt wollen wir mal schauen, wo wir denn Ilja in unserer Rangliste einordnen. Für euch nochmal die Rangliste für die Zuschauer und Zuhörer. Wir haben eine Skala von 5 Stufen. Wir fangen von unten nach oben an. Die unterste Stufe heißt geht so, das ist so die niedrigste Einordnung. Darüber haben wir okay, dann kommen wir nach gut, sehr gut, bis hin zu perfekt. Und da werden wir jetzt unsere Wrestler einordnen, die wir ja haben. Wir haben an der Zahl neben Ilja noch, wie viele Leute haben wir? Ich glaube noch 16 weitere, wenn ich es richtig im Kopf habe. 15 oder 16 weitere müssten es sein, die wir einordnen werden. Aber das machen wir jetzt Schritt für Schritt für euch. Jetzt habt ihr es gerade mal gesehen. Ich habe gerade mal runtergescrollt. Und wir beginnen mit Ilja Dragunov. Und damit übergebe ich das Wort direkt einmal an den Daniel. Daniel, wie hat dir Ilja bislang gefallen? Wie viel hast du auch von seiner Shotgun-Zeit miterlebt?
Da ich so um 2014 noch nicht so viel WXW verfolgt habe, habe ich natürlich weniger mitgekriegt. Dennoch habe ich ja ab und zu mal das ein oder andere Video verfolgt. Es war ja auch damals auch noch sehr verstärkt, dass es eben über Shotgun der Titel eben verteidigt wurde oder bei Shotgun. Und weil es eben auch der eben so ein bisschen der Gürtel der Fans sein sollte, der Gürtel, der eben dann bei YouTube verteidigt wird. Deshalb konnte man eben viel davon auch sehen, von dem Match. Das ist frei verfügbar direkt. Das war ein großer Vorteil damals, vor allen Dingen, wo man noch jung und mittellos war, dass man da zwischendurch mal auch mitverfolgen konnte, was in den Storylines so passiert. Und ja, da war vor allen Dingen, du hast ja auch gerade schon die Zeiten vorgelesen, 152 Tage, dann nochmal 105 Tage. Ja, im größeren Zeitraum war es dann auch immer Ilja, der gerade den Titel gehalten hat. Also ganz nicht mitbekommen habe ich es dann auch nicht. Aber er war halt für mich auch wirklich der erste Shotgun-Champion, den ich so mitbekommen habe. Aber ich habe eben WXW noch nicht so intensiv verfolgt, weshalb ich zu den einzelnen Titel-Matches und Momenten während der Regentschaft relativ wenig sagen kann. Aber ich weiß zumindest, dass er der erste Champion war. Und für mich eben war es auch, weil ich eben genau in der Zeit so langsam auf die WXW aufmerksam geworden bin und das auch mitverfolgen konnte. Man sieht aber auch, gegen welche Leute er angetreten ist. Wenn man sich das mal anschaut, Imisitochi und Robert Schild, habe ich jetzt noch nicht von gehört, wer soll das denn sein? Ja, komme ich ja klar, ne? Irgend so ein unbekannter Wrestler, der irgendwo noch rumdümpelt, glaube ich. Genau. Und Damag, hattest du gerade schon erwähnt. Also diese Regentschaft war schon sehr ereignisreich. Tommaso Ciampa, Jörn Simmons. Da ist einiges passiert und natürlich darf man gar nicht vergessen zu erwähnen, Axel Tischer oder Alexander Wolf. Da ist viel passiert und das hat sicherlich auch einiges dazu beigetragen. Erstens, dass sich der Titel etablieren konnte und zweitens, dass sich Ilja weiter etablieren konnte. Und deshalb würde ich diese Regentschaft auf jeden Fall sehr stark gewichtigen, weil sie wenn der erste Champion schon, die erste Regentschaft schon nicht gut bei den Fans ankommt, dann hat der Titel es schwer und da gibt es auch relativ aktuelle Beispiele auch bei anderen Ligen, wo die Titel dann nie fassen konnten, wie zum Beispiel der, wie hieß er, Grand Slam Champion bei Impact, man erinnert sich. Ja, stimmt. Oh ja. Wenn die erste Regentschaft nicht passt, dann war es das. Und hier hat es aber gepasst, weil den Titel, der wurde 2014 eingeführt und den gibt es heute in 2021 auch noch und er ist ein regulärer Part der Show und ja, die Titelträger sind ernstzunehmende Wrestler und die Titelmatches sind toll und von den Fans oft gut angenommen. Deshalb denke ich mal, dass wir hier wirklich weit nach vorne gehen müssen bei der Einordnung. Ja. Wirst du schon ganz gut gesagt haben, Ilja ist halt jemand, der auch über das Restliche, was er einmal aus dem Titel gemacht hat, weil er hat den Titel natürlich auch ein bisschen hochgezogen mit seiner Art. Weil das ist ja immer die Frage. Es gibt ja mal den schönen Spruch, was ist denn richtig? Macht der Titel den Champion oder macht der Champion den Titel? Bei vielen Titeln ist es so, dass je nachdem, wer ihn hat, den Titel erstmal hochzieht, gerade wenn er neu ist, ne? Weil ein Titel neu ist, muss man erstmal Gewicht geben. Und später kann er dann so ein bisschen auch den Titelträger wieder hochziehen. Das war beim Shotgun-Titel auch so, dass er halt je später man in der Zeit ist, auch noch immer die neuen Champions denen so ein bisschen mehr Gewicht gegeben hat. Und ja, aber er hat vollkommen recht. Den können wir ein bisschen weiter oben einordnen. Dazu hören wir uns doch erstmal an, wie der Sebastian zu Ilja und zum Shotgun-Titel insgesamt steht. Ja, also ich bin da voll bei Daniel. Der Titel ist ja 2013 eingeführt worden. Und da gab es halt tatsächlich nur Ilja, Robert Schild, Emil Sitochi, also Bobby Ganz, Emil Sitochi. Ja, und mehr gab es da halt wirklich in der Riege ja auch nicht. Man muss halt wirklich sagen, dass Ilja der war, der sich selbst am meisten profiliert hat in der Card-Konstellation, sage ich jetzt mal. Und auch den Titel damit ja ziemlich Gewicht gegeben hat.
Und von daher würde ich schon sagen, dass man den durchaus als vor allem ersten Champion, was da wirklich dann sehr gut funktioniert hat, mal sehr gut einordnen kann. Dankeschön. Ja, Daniel, was wäre denn deine Einordnung in unserer Tabelle hier? Ich würde sagen, ja, ich würde auch auf jeden Fall doch sagen, bei sehr gut, ja. Da bin ich sogar bei euch. Ich finde auch, dass er sehr gut eingeht. Für perfekt ist halt, die erste Titelregentschaft kann, glaube ich, nicht perfekt sein. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Ich habe noch. Ja, also doch, doch, das kann schon passieren, würde ich sagen. Also Ja. wenn du wirklich, wenn du einen Titel einführst und der Titel kommt ja aus dem Nichts und soll eine gewisse Position erhalten. Und du gibst dem Titel dann einen richtigen Hochkaräter, der Titelmatches mit weiteren Hochkarätern macht und Ja, gut, das okay. immer weiter hochzieht und vielleicht auch noch weltweit verteidigt, dann kannst du das schon machen. Also nur, ja, wir müssen da auch realistisch bleiben. Wir müssen auch Luft nach oben noch schaffen. Wenn wir gleich Natürlich. den ersten auf perfekt setzen, dann wird es für die anderen ja gleich schwieriger, die einzuordnen. Ja, Also. das stimmt. Als gutes Beispiel für so einen Titel kann man den TNT-Titel von AEW einbringen. Der wurde für mich sehr gut eingeführt mit Cody. Besonders mit diesen Open Challenges, die er gemacht hat. Das hat dem Titel geholfen, das hat Cody geholfen, das hat aber auch den Leuten geholfen, die da angetreten sind. Also. War das nicht ähnlich wie, da wurde er zwar nicht neu eingeführt, aber mit dem US-Titel, als John Cena den hatte, Ja, der hat ihn auch genau. genauso gehievt. Ja, John Richtig. Cena und Rusev haben einiges für diesen Titel gemacht Ja. damals, ja. Der ist zwar danach wieder so ein bisschen kaputt gegangen, aber die haben zumindest den ganz schön hochgezogen. Und auch ein Kevin Owens, der da mit reinkam, da in die Riege, der hatte auch schon ein bisschen Wirkung drauf gehabt auf den Titel, finde ich nochmal. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja gerade nicht unser Thema. Okay, Ilja bei sehr gut eingeordnet. Für alle, Jawohl. die zuhören, nochmal kurz eine Einschätzung, in welchem Zeitraum wir uns befinden, wo er den Titel geholt hat. Das waren Zeiten, da hatten wir Hot und Spicy als Tag Team unterwegs. Wir hatten Tommy End, also Aleister Black, als amtierenden Unified Champion. Nur damit ihr mal so ein bisschen einordnen könnt, wo wir uns hier befinden, zeitlich bei der WXW. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, was da gerade so gelaufen ist zu der Zeit. Ja, wir haben uns jetzt überlegt, wir möchten euch jetzt die anderen Titelregentschaften so ein bisschen von der kleinsten zur größten präsentieren. Und an euch beide, ohne jetzt auf die Liste zu gucken, ich blende euch nochmal die Bilder ein. Für die Zuschauer, nicht wundern, da sind ein paar doppelt drin, die kriege ich nicht mehr raus. Wenn ihr nur die Bilder seht, wer meint ihr, wer schätzt ihr, ohne auf die Statistiken zu gehen, wer hatte die kürzeste Titelregentschaft von denen, die hier noch über sind? Ja, also ich weiß es tatsächlich, weil ich eben noch geguckt habe. Aber ich hätte es auch tatsächlich so eingeordnet. Ich weiß nicht, ob Daniel noch was sagen will, ob er noch raten will. Ich habe mir meine Liste nochmal als Bild geschickt, weil Daniel es gar nicht darstellen konnte. Was meinst du, wer war das mit der kleinsten Titelregentschaft, die wir haben? Man hat ja so ein paar externe Leute, die hier dabei sind. Ja. Und da ist ja immer die Frage, die hätten ja nicht so lange normalerweise beim Titel. Die sind ja auch so ein bisschen, wie er schon gesagt hat, um dem Titel nochmal so einen Schwung zu geben, um denen vielleicht mal eine Wichtigkeit zu geben. Und bei manchen ist es vielleicht auch einfach nur eine vorübergehende Sache, um mal kurz einen Upset-Sieg zu machen. Im Gegensatz zu dem, was man sonst hat. Und Daniel, was meinst du? Wer hatte die kürzeste Titelregentschaft? Müsste sich nur noch entmuten, wenn du was sagen möchtest. Ich Ah. meine, es ist der ehemalige WWE Superstar Mason Ryan. Mason Ryan, ganz genau. Ja, du hast ja schon gesagt, er hat schon nachgeschaut. Mason Ryan hatte eine Top-Titelregentschaft von genau einem Tag. Das heißt, er hat den Titel gewonnen und am nächsten Tag direkt wieder abgegeben. Das hat sich also relativ kurz gehalten, seine Regentschaft. Lasst uns mal generell über Mason Ryan sprechen. Der sagt vielleicht vielen gar nicht mehr so viel unbedingt, weil das ist halt jemand, den man ja auch so ein bisschen vergessen hat, was das Wrestling angeht, ne? Also ein Wrestler, der aus UK kam, aus Wales ursprünglich. Ein ganz schönes Kaliber eigentlich, was gut zur WWE passte, mit fast 2 Meter Größe, 1,96 m. 130 Kilo, ehemaliger Fußballer, nicht so richtig im Kopf habe, irgendwas so in die Richtung, war bei der WWE im Entwicklungsbereich, also ich weiß gar nicht, ob es nur
NXT war, ob das dann auch FCW war, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ist halt dort dann längere Zeit angetreten und dann auch später mit dem ganzen Tross. Ich glaube, es war wirklich nur NXT, wo er war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, nein, es war Warst du FCW, weil FCW? es war noch FCW, weil zu der Zeit war NXT noch eine Game Show. Ah ja, stimmt, da war das noch diese Ja, genau. Castingshow quasi, ne? Ja, Ein genau. bisschen, ja, das war auch noch so ein Ding. Stimmt, habe ich komplett vergessen. Ja, er ist aber später dann, wodurch wurde Mason Ryan bekannt? Ich glaube eigentlich, man hat ihn am ehesten Kopf behalten, dadurch, dass er in der Gruppierung mit drin war, oder? Wie seht ihr das? Richtig. Genau, kam er als sogenannter Batista-Klon, kam er Ja. ja in den New Nexus. Der war ja der erste neue Edition zu CM Punks New Nexus. Er hatte sich ja schon Leute aus dem alten Nexus zusammengestellt und dann kam Mason Ryan eben noch später dazu. Ja, genau. Und dann hatten wir halt diese. Das war ja die Zeit Nexus, New Nexus und Core, ne? Oder? Genau, dann so ein bisschen, also da war ja nie wirklich eine Fehde, aber man hat so ein bisschen im Royal Rumble dann ausgespielt, das war der 40-Mann Royal Rumble, das war auch so, würde ich sagen, der größte Moment in der Karriere von Mason Ryan, da im Royal Rumble, weil eine höhere Position hat er so weit nicht erreicht. Das war doch der Rumble, wo nach weitläufiger Meinung Cena das zweite Mal einen Nexus zerstört hat, oder? Oder war das das erste, die erste Nexus-Zerstörung? Ich bin mir nicht so sicher. Nee, Das müsste die das zweite muss die gewesen sein. zweite gewesen sein, weil der New Nexus war ja schon, Ja, das war ja stimmt. schon der Zerfall. Das hat ja auch nicht wirklich funktioniert. Das Einzige, was da geklappt hat, war, dass CM Punk sich daraus dann eben in eine Fehde mit John Cena begeben hat Ja, und genau. daraus wurde dann der Summer of Punk. Also Ja, genau. was anderes Gutes kann man dem nicht abgewinnen. Nee. CM Punk hat es nicht geschadet, sagen wir es mal so. Das ist, glaube ich, das größte Nee. Ergebnis des New Nexus. Er hat leider nicht viel gebracht, aber er hat CM Punk auch nicht geschadet. Wenn das schon das Ergebnis ist, ist ja schon mal gut. Ja, Mason Ryan ist jetzt auch schon seit einiger Zeit von der WWE wieder weg. Ne? Ich weiß gar nicht, in welcher Welle er mit rausgegangen ist. Er ist auf jeden Fall dann noch zu NXT geschickt worden, also dem NXT, wie wir es heute Ja. kennen, hatte dann die Haare auf einmal ganz lang, das weiß ich noch. Ja, Der war also zwischendurch war der ganz lange weg. Ich weiß nicht, ob er verletzt war oder ob man ihn einfach nicht verwendet hat. Da hatte er ein paar Matches, aber er kam halt nicht an. Das war einfach nicht so, wie der Stil von NXT sich entwickeln sollte. Da kam er nicht mit. War so mein Eindruck. Ja. Ja, dann gab es, glaube ich, eine Entlassungswelle und dann war er dabei. Und Das ich ist schon ein glaube, paar Jahre her, ne? momentan, es ist schon ein paar Jahre her, 2000, ich würde sagen so 2013, 2000, ja ungefähr 2013, Okay. 2014. Und hat dann beim Zirkus, glaube ich, angefangen, wenn ich mich recht erinnere. Echt? War der Zirkus nicht auch noch oder mal bei der Theater, also was WXW? in der Richtung. Ich glaube, der war 2014, 2015 mal bei der WXW bei zwei, drei Shows. Ich habe da mal Ja. was nachträglich gesehen, wenn ich mich nicht irre. Moment, ich Aber habe das eben noch gesehen, zufällig. ja. 2015 stand er zusammen mit Tyler Bate in einem Match um die World Tag Team Titles. Ach, interessant. Und dann gab es noch ein Three-Way-Dance. Carsten Beck, Mason Ryan und Tyler Bate gegen Big Daddy Walter, John Klinger und Yoshihiro Takayama. Ach Gott, mein Gott. Ja gut, dann hat er da nochmal so ein paar Gastauftritte gehabt. Das war auch Superstars of Wrestling. Okay, es passt ja wieder. Hab gerade mir auch nochmal nachgeguckt, dass er da noch aktiv war Ja, und da passt es ja rein, ne? genau. Er hat auf jeden Fall ein Jahr später quasi seine Karriere beendet. Er hat seit November 2015 kein Match mehr Ach gehabt. Gott, okay. Ja, dann ist natürlich, ja, wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht hat er jetzt ein schönes, ausgeglichenes Leben, wo er sich nicht immer mit so Leuten rumschlagen muss. Und ich sehe gerade, im Oktober 2015 gab es noch mal WXW Fight Club 2015 in Frankfurt, Mason Ryan gegen Absolut Andy. Oh, okay. Nicht schlecht. Ja, ich habe jetzt gerade noch was von der Arbeit jetzt beim Cirque du Soleil. Boah, wie gerne würde ich den mal da sehen. Mal sehen, welche Rolle er da spielt. Das wüsste doch Ich mal einer. glaube, dass er da gerade nicht Nein? arbeitet. Ja, gerade nicht, klar, gerade Nee. nicht. Wir sind ja immer in der Corona-Zeit, aber grundsätzlich. Wäre mal interessant zu wissen. Ja, Ich Mason habe so Ryan. Bilder gesehen, wo er sich als Gladiator da verkleidet hat oder Ach Gott. sowas. Ja. Ist ja vielleicht so der Kraftmensch, was man so im Zirkus von früher kennt. Ja. Was in die Ja, Richtung, genau, ne? der Starke, der Gewichtheber, ja, Ja, sowas. genau. Ja, zwei Leute auf so Stühlen und dann Richtig. ab hoch damit.
Das passt ja wieder zu Royal Rumble, hat das ja auch gemacht. Ja, ohne Stühle, aber. Mehr Leute rausgeschmissen. Ja, wo ordnen wir den Mason Ryan ein? Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, also Bei perfekt, nein. ohne es irgendwie unfair zum Bein bei geht so, weil ein Tag, also Ja. würde ich jetzt zumindest so sagen, kann man halt nicht bewerten. Ja, sehe ich auch so. Daniel, wie siehst du das? Ja, genauso. Ja. Also einmal bei geht so wegen dem einen Tag und halt auch, er hat halt auch keine wirklich Fußspuren hinterlassen, kann er bei einem Tag auch nicht. Und deswegen ist er da halt leider jetzt so ein bisschen abgestraft mit dem entsprechenden, ja, untersten Platz. Und dann gucken wir mal, wie es denn unserem nächsten Shotgun-Champion ergeht. Unser nächster Shotgun-Champion mit der nächstkürzeren Regentschaft, das ist der gute Chris Brooks. Und Chris Brooks kennen wir, glaube ich, so ziemlich alle, wahrscheinlich auch viele der Zuhörer oder Zuschauer, je nachdem, wo ihr das schaut. Chris Brooks, mittlerweile 29 Jahre, jetzt gerade primär in Japan unterwegs. Auch ein Mensch aus England, der lange Lulatsch von Schadenfreude, 1,93 Meter groß, dafür aber relativ leicht mit 87 Kilo. Das war sehr schön, als er, ich glaube, das war doch ein Match, wo er mit Irie im Ring war, wo der den mal kurz quer durch den Ring geschubst hat. Ne? Das sah sehr lustig aus bei Chris Brooks, muss ich sagen. Durch die Größe alleine sieht das mal etwas merkwürdig aus. Ja, Chris Brooks, was hat er bis jetzt so gemacht, damit wir einmal so einen Überblick haben? Wie schon gesagt, er ist aktuell primär in Japan unterwegs. Er hat zusammen mit seinen Kollegen die Schadenfreude. Ja, Promotion, ist es eine Promotion? Sind es nur Shows? Man weiß es nicht so genau, oder? Gelten die als Promotion oder sind das auch einfach nur Shows, die machen? Es sind Okay. nur Shows. Ja, würde ich auch sagen. Aber auf jeden Fall ist das so sein. Ich bezeichne sie mal als Stable Schadenfreude. Da waren ja ganz viele Leute drin. Ne? Da waren auch Walter, Timothy Thatcher drin. Da waren Lucky Kid mit drin, also der heutige Mitterrahmen. Dann natürlich Kyle Fletcher und Mark Davis aus The Ja. Open. Kid Lykos, der ja, ich glaube, seine Stiefel an den Nagel gegangen hat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, da bin ich nicht so sicher, weil Definitiv. also es gibt wohl bei dem nächsten eine Natural Progression bei Progress wieder. Oh, da. Und da tritt Kid Lykos Ach 2 Gott. an. Aha. Ja. Aber jetzt wurde auch Kid Lykos angekündigt für diese Show. Ah, Oh, interessant. das wusste ich jetzt nicht, weil ich dachte, Kid Lykos hat sein Gimmick übergeben an Kid Lykos 2. Damit ist die Karriere vorbei komplett. Weil er so verletzt ist, dass er nicht mal antreten kann. Das war mein letzter Stand. Genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Und dann Vielleicht. hat mir aber jemand, ein Freund von mir, dieses Bild geschickt, wo Kid Lykos für diese Show angekündigt Ach wurde. Und nicht Gott. Kid Lykos 2, sondern der Originale. Das ist ja Also spannend. Kid Lykos 2 ist definitiv auch für diese Show angekündigt. Ja, das ist richtig. Ja, das ist ja spannend. Jetzt sind wieder beide unterwegs. Genau. Ja, gut. Bei Chapter 104, genau, in der Natural Progression, Kid Lykos Returns to In-Ring Action. Ja, da hat er nicht lange aufgehört. Aber gut, wenn das noch kann, warum nicht? Ja, wir hatten noch, Jonathan Who Gresham is the war noch mit der wrestler? Schadenfreude, ne? Und wir haben natürlich die diversen Tag-Teams, die er gemacht hat. Also sein Calamari Catch Club mit Jonathan Gresham zusammen. Die Calamari Catch Kings war dieselbe Konstellation. Dann gab es die schöne Konstellation der Calamari Satch Kings mit Timothy Thatcher zusammen. Oh, das war super, ja. Ja, das fand ich auch unheimlich cool, das zu sehen. Also sehr viel Gutes, was Chris Brooks gemacht hat. Er ist, glaube ich, nicht immer so gut gelitten bei allen Leuten, aber ich finde ihn sehr, eigentlich sehr ansprechend von seiner Art her. Ich glaube, dass der Promopreis nicht hundertprozentig sein soll in jedem Thema, sagen wir mal. Manchmal klappt es gut, manchmal nicht so gut. Aber so von seinen Auftritten her, ich konnte mir ihn immer ganz gut angucken. Er war jetzt nicht bei den Top 4 unbedingt, aber jemand, den man solide mit ins Feld reinnehmen kann, sich anschauen kann. Ja, und er war entsprechend auch hier Shotgun-Champion. Shotgun-Champion für insgesamt auch nur 7 Tage, also relativ kurz, seinen Titel verteidigt. Und das Ganze dann in auch nur wie relativ wenigen Matches, logischerweise, weil wenn man nur so kurz die Regentschaft hat, dann hat man im Normalfall auch nicht sehr viele Matches. Er ist in 3 Matches angetreten. Beim ersten hat er den Titel quasi gewonnen, in einem Four-Way. Damals noch, da war zum Beispiel auch Ilja Dragunov noch drin. Dann hat er einmal gegen Dave Quist verteidigt, der eine ganze Zeit, glaube ich, mit seinem Bruder jetzt bei Impact war, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, ob die noch da sind. Nein, ich glaube, Nein, nein, die sind weg. Okay. ja, Und auch im dann, Zuge ja. von, Ach, waren die auch bei Speaking Out mit ja, dabei? Das also wusste ich gar nicht, siehst du. zumindest einer von ihnen, ja. Ah, okay, die hatte ich nicht auf dem Schirm. Und Ja, dann einer von beiden. hat er den Titel wieder verloren, auch in einem Four-Way, wo unter anderem Damek und Pete Dunne mit drin waren. Das heißt, er hat wirklich so eine Woche von den
Shotgun-Live-Tour in Berlin, über Magdeburg bis hin zur Anniversary im gleichen Jahr den Titel gehalten und den halt nach einer Woche wieder abgegeben. War, glaube ich, mal so eine kleine nette Geste, dass er den auch mal halten durfte. Und er hat ihn halt dann entsprechend wieder von sich gegeben und ist danach wieder weitergezogen. Du hast ja deine Meinung zu dem guten Chris Brooks. Ja, also wie du schon sagst, ist nicht mein Lieblingswrestler, aber er ist halt irgendwie immer da und zeigt auch nie schlechte Leistungen. Ja, also für mich fehlt es noch so ein bisschen an Charisma bei ihm und auch im Ring fehlt noch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal bei ihm, finde ich. Aber ansonsten völlig solide. Kann man immer mal wieder booken und macht halt genau das, was er soll, nämlich Stimmung und ist ja auch bei vielen Fans sehr beliebt. Ja, genau, das merken wir halt auch immer wieder, ne? Aber du hast schon recht, Charisma, so die Ausstrahlung, die ist noch. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil er ja wahrscheinlich jetzt in den letzten Jahren auch nochmal viel dazugelernt hat. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber hast du recht, da könnte noch ein bisschen mehr kommen. Wo würdest du ihn einordnen? Ja, also tatsächlich, also ich schwanke zwischen geht so und okay, bezüglich der Länge der Regentschaft. Ich würde fast schon zu okay tendieren, eben weil er eben drei Matches hatte und nicht nur eins, so wie im Mason Ryan oder zwei, je nachdem, wie man es jetzt sehen will. Ja, klar. Von daher würde ich fast sagen, okay. Okay. Daniel, deine Meinung. Also ich kann mich da Sebastian nur anschließen. Ich habe nur von der Titelregentschaft eben gar nichts mitbekommen. Der Titelwechsel war ja auch in Berlin. Und Genau. dann ging es bei der 16th Anniversary, hat er den ja schon wieder verloren. Das kann man gut mal verpassen, sage ich jetzt Ja, mal. stimmt. Was, Ja. also wenn man da als WXW-Fan nicht aufpasst, dann ist die Regentschaft schnell nicht mehr greifbar. Ja, ich würd sagen, geht so, weil eine richtige Regentschaft war es eigentlich nicht. Es war eher, wir geben den Titel jetzt zu ihm, damit er dann zum nächsten wechseln kann. Das war nur so ein Goodie, glaube ich, würde ich eher sagen. Also das war einfach viel zu wenig, um da wirklich was draus Schlüsse zu ziehen oder was wirklich zu sagen zu können. Deshalb, ich würde Ja. eher sagen, geht so. Aber dann geht's so besser, geht's so als Mason Ryan oder gleich oder schlechter geht's so als Mason Ryan? Besser als Mason Ryan, ja. Das war ja noch kürzer. Okay, dann wo haben wir denn den guten Mann? Wo versteckt er sich hier in meiner Darstellung? Da ist er. Na, ich möchte den gerne davor. Warum kann ich den nicht davor schieben? Doch, geht doch. So, dann würde ich sagen, ich bin da bei dir. Es ist halt wirklich so ein vorübergehendes Ding. Nach dem Motto, als wenn jemand sagen würde, hier, ich habe noch vom Kumpel XY ein Buch geliehen, nimm das mal mit, gib dem das mal bei der übernächsten Show wieder. Es war keine wirkliche Regentschaft, es war halt einfach so ein, nimm mal mit, damit der wieder bis nach Oberhausen kommt. Ja, also, aber wie gesagt, Chris Brooks, ansonsten würde ich ihn weiter oben einordnen. Mindestens bei okay. Aber für die Titelregentschaft hier und den Shotgun-Titel ist aber geht so, glaube ich, gut aufgehoben. Ja, dann kommen wir, Das finde ja. ich, muss ich jetzt noch mal kurz einrichten. Da finde ich eine interessante Analyse. Wenn du jetzt einem Talent einen Gürtel gibst und er hat ihn auch bei sich, dann machst du eine Show in, sagen wir jetzt mal, Berlin. Und dann sagt das Talent aber, oh, ich kann jetzt aber die nächste Show in Oberhausen auf einmal nicht mehr mitnehmen, ist zwar dazwischen gekommen, dann machst du halt den Titelwechsel, damit der Titel auf einen Talent geht, was wieder zurück nach Ja, Oberhausen ne? kann. Praktisch. Nee, das kann tatsächlich sein. Ja, das ist. Man muss ja die Logistik auch organisieren bei so einer Wrestling-Show, ne? Dann löst man das halt darüber. Ich weiß auch gar nicht, hat der Shotgun-Titel, der hat, glaube ich, hat der eine Namensplatte drauf? Ich weiß das jetzt gar nicht aus dem Kopf. Ich glaube Alle nicht, nein. WXW haben keine Ah, Namensplatte. okay. Ja, dann ist das ja noch einfacher. Ja. Ich werde es ja noch leichter übergeben. Gut. Kommen wir zum nächsten. Shotgun Champion, jemand, der den Titel für 15 Tage, also knapp über 2 Wochen gehalten hat. Und das ist niemand Geringeres als Pete Dunne, den, glaube ich, auch die meisten kennen sollten. 27 Jahre jung, bei der WWE aktiv, gerade bei NXT, lange Zeit bei NXT UK gewesen, war NXT UK Champion, hat den Titel an Walter dann später abgegeben, ist jetzt gerade bei NXT, hat zuletzt gegen Finn Balor um den NXT Championship gekämpft, also Finn Balor aktuell Champion. Ist da in einer Gruppierung mit Oney Lorcan, Danny Burch und wie heißt der? Pat McAfee, ne? Heißt der gute Mann. Richtig. Den Namen vergesse ich immer wieder. Pete Dunne, glaube ich, einer der ja, mit am meisten gelobten Wrestler von seiner Entwicklung in den frühen Jahren, weil er genau wie Tyler Bate
sehr früh sich sehr gut entwickelt hat, sehr gute Matches abgeliefert hat. Also sein Match gegen Finn Balor ist jetzt auch wieder, hier ist mal der Cage-Match-Wertung bei 8,86, hat irgendwie, ich glaube, 4,5 Sterne gekriegt. Von Dave Meltzer, wenn ich mich nicht irre, irgendwie sowas in die Richtung, kann das sein? Vielleicht wisst ihr das noch besser. Und Keine Ahnung. er hat auch sonst tolle Matches abgeliefert, ne? Gegen Kyle O'Reilly. Wie gesagt, gegen Walter, das Match war richtig klasse. Da ist schon viel wirklich Gutes dabei gewesen. Er hatte noch kein schlechtes Singles-Match bei der WWE, würde Nee, ich ich glaube sagen. nicht, ne? Das am schlechtesten bewertete Match ist sogar ein Take-Team-Match. Da hast du recht. Deshalb habe ich Singles Ja. gesagt. Ja, richtig. Das war dann in dem Titel, wie hießen die Broserweights, ne? Mit Ja, die Matt Riddle. Broserweights. Ich habe auch genau daran gerade gedacht, Ja. das muss da müssen die Sterne weniger gewesen sein, ja. Ja. Das war dann, die sind ja, haben wir zusammen das die Classic gewonnen. In einem, ja, ich glaube im letzten Jahr, ne? Wenn ich mich nicht irre. Richtig, Und, genau. ah, wunderbar. Ja, mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste, deswegen muss ich da mal nachfragen. Diese Platte, die hat man ja jetzt ausgetauscht, damit man die Frauen und Männer daneben darstellen kann. Und die hatten sie ganz nah eingeblendet bei dem Takeover letzte Woche Montag, Sonntag, für mich aber Montag. Deshalb, da hab ich das nochmal gesehen. Da kann man das, also wenn man sich dafür interessiert, es gibt einen schönen Zoom-in auf den Pokal. Ich glaube, der wird auch nochmal gemacht bei der NXT TV-Ausgabe. Da sieht man nochmal schön alle untereinander aufgezählt. Ja, sehr gut. Ja, dann gucken wir noch mal auf seine Shotgun-Regentschaft. Wie gesagt, 15 Tage, auch nicht so lang. Hat den Titel damals von Damek gewonnen. Bei der World Tag Team League 2016 hat ihn am zweiten Tag dann gegen Francis Caspin verteidigt, der ja leider mittlerweile seine, wie ich sehe, seine Wrestling-Karriere allgemein erstmal beenden musste. Wir hoffen ja alle noch, dass er sich vielleicht irgendwann noch mal was machen kann oder zumindest was anderes gefunden hat, was er gerade mit viel Freude machen kann. Dann hat Pete dann gegen Leo Rush noch verteidigt bei Shotgun Live Tour in Borken und zu guter Letzt dann an seinen, ja, jahrelangen Weggefährten, an Tyler Bate, den Titel wieder abgegeben bei der Shotgun Live Tour in Bielefeld. Also nach 15 Tagen ging der Titel ja rüber. Und ja, ich glaube, die beiden sind auch so, das ist, glaube ich, das englische Pendant zu Kevin Owens und Sami Zayn, oder? Das kann gut sein, ja. Weil die beiden reisen immer zusammen, die treten mal gegeneinander an. Das ist irgendwie, die findet man immer wieder zusammen, egal wo sie waren. Ja, Tyler Bate, sag ich schon, Pete Dunne, Tyler Bate kommt später. Wie gesagt, vier Matches gehabt, bei einem gewonnen, bei einem verloren. Also den Titel und dann zweimal verteidigt. Das kürzeste Match, 6,5 Minuten, oder fast 7 Minuten gegen Francis Caspin. Das längste gegen Tyler Bate mit fast 22 Minuten. Was sagt ihr zu Pete Dunne als Shotgun Champion, Daniel? Also diese Regentschaft ist komischerweise für mich noch total präsent, obwohl die ähnlich lang ausgefallen ist, sage ich jetzt mal, wie die von Chris Brooks. Ich kann mich an jedes Match noch gut erinnern. Ich fand jedes Match super. Und zumindest die ich gesehen habe, weil manche waren ja bei Live-Events, aber in der Tag Team League, die waren klasse. Und ja, das mit Tyler Bate wurde aber auch ausgestrahlt, meine ich. Also der Titelwechsel danach, ja, der muss ausgestrahlt worden sein. Das war einfach, ja, das war zwar kurz, aber würzig und ist irgendwie in Erinnerung geblieben, fand ich. Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass Pete Dunne auch schon in 2016 ein unglaubliches Talent war, mit Ja. unglaublich viel Charisma. Das prägt sich einfach ein. Gut, Francis Caspin war zu der Zeit noch, sag ich mal, ein sehr großer Jungspund, aber trotzdem waren das gute Gegner. Und ja, ich fand es also eine sehr gute Regentschaft. Pete Dunne an sich ist einfach ja, einer der besten unserer Zeit, würde ich fast schon sagen. Und ja, also ich würd tatsächlich hier sogar, ach, das ist natürlich, weil es nur vier Titelverteidigungen waren. Ja, deshalb würde ich es doch lieber nicht machen. Ich würde ihn nicht auf sehr gut setzen, einfach weil die Titelregentschaft von Ilja Dragunov hat mehr gebracht. Aber ich fand es, für mich persönlich war es eine echt gute Titelregentschaft. Ich würde sagen gut, aber dann ganz vorne. Okay. Sebastian, was sagst du?
Ja, also mir fällt bei dem Titelträger zuerst ein, dass ich glaube, dass das so eine Art Überraschungsmatch für Mac war. Weil ich meine mich dann daran zu erinnern, dass das irgendwie in so einer Art Pre-Show gewesen ist für die Tag Team League. Und dass dann eben, wir waren damals der sportliche, war es Jacobi? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da kam jemand raus und hat dann Tyler Bate angekündigt als Gegner für den Mac. Und der hat dann mit dem Bitter Ending, Bitter End glaube heißt der, glaube ich. ich, oder? Bitter End. Ja. Genau, hat er dann den Titel gewonnen. Und das ist das, was mir davon am meisten im Gedächtnis geblieben ist, eigentlich. Von daher würde ich fast sagen, okay. Weil es war halt wirklich wenig. 15 Tage sind etwas mehr als 2 Wochen. Mein gut, die Matches waren wahrscheinlich alle gut. Wenn ich mir überlege, gegen Leo Rush und Tyler Bate, würde ich mich auch auf gut breitschlagen lassen, aber generell würde ich eher sagen, okay. Dann würde ich sagen, ich schlag dich breit, weil ich bin auch für gut. Okay. Das ist der Punkt, gehen wir gut mit rein. Ich habe es nachgeguckt, weil ich habe zu der Zeit ja WXW noch nicht verfolgt, aber was ich konnte, habe ich nachgeguckt, hat mir gut gefallen. Und die anderen Sachen halt vom Hörensagen, ne? Aber dann merkst du halt einfach, egal wie alt das Material ist, was du von ihm siehst, der ist halt direkt mit so viel Talent gekommen Ja, und wirklich. das hat direkt schon gezündet. Und das macht es halt immer noch. Mittlerweile sieht er ja nochmal extrem drahtig dazu aus. Der hat ja unheimlich gut seinen Körper nochmal geformt jetzt in der Corona-Zeit. Bei dem hast du echt gedacht, so der hat die Zeit so gut genutzt, um sich in Form zu bringen, wie manch anderer es vielleicht hätte machen sollen. Und ich ordne aber das, was ich da gesehen habe aus der Vergangenheit, als gut ein. Ja, und die nächst kürzere Regentschaft ist ja, wie eben schon gesagt, sein Reisepartner Tyler Bate. Tyler Bate war nämlich direkt nach Pete dann mit der Titelregentschaft und zwar mit 34 Tagen. Der hat den Titel, wie schon gesagt, von Pete dann auch gewonnen. Kurz zu Tyler Bate, für die, die nicht genau wissen, von wem wir sprechen, 23 Jahre alt, bei NXT UK aktiv, lange Zeit im Tag Team Mustache Mountain zusammen mit Trent Seven. Oder auch als British Strong Style mit Trent Seven und Pete Dunne unterwegs. Wie gesagt, viele Fäden mit Pete Dunne zusammen gehabt. Erster NXT UK Champion. Hat auch da im Finale gegen Pete Dunne gewonnen, wenn ich mich nicht irre, oder? War das so? Ja, Ja, ne? genau. Und ja, auch da eigentlich ein Garant für, aus meiner Sicht, für gute Matches, aber er ist im Moment, er läuft so ein bisschen unter ferner Liefen, finde ich. Also er wird so ein bisschen vergessen in all dem, was man so bei NXT, NXT UK hat. Oder wie seht ihr das? Sebastian, was denkst du über Tyler Bate? Also ich kann sagen, dass Tyler Bate einer meiner Lieblingswrestler war bei der WXW, als er hier angetreten ist. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Und zwar, ja, ist kein Grund, aber es zeigt, wie gut er ist eigentlich. Und zwar war er ja, wie du gerade schon sagtest, im Finale des ersten UK-Tournaments. Und ich habe das tatsächlich eher so durch Zufall angeschaltet bei uns zu Hause. Und meine jetzige Frau hat das damals mitgeguckt, die sonst überhaupt nichts von Wrestling mit am Hut hat. Und selbst die hat dann beim Finale gesagt, oh, ist das spannend, oh, ist das gut, dieser Tyler Bate, der ist ja der Hammer. Und wenn selbst sie das sagt, die 2 Matches von ihm gesehen hat, dann ja, heißt das einfach schon was und ist unfassbar talentiert, vielleicht sogar noch talentierter als Pete Dunne, würde ich sagen. Weil er, glaube ich, noch so ein bisschen besser mit dem Publikum spielen kann, in meinen Augen. Und ja, also ich bin ein großer Fan von ihm. Leider ist er ja im Moment so ein bisschen abgetaucht. Ich weiß gar nicht, da kann bestimmt Daniel was zu sagen, was da mit ihm los ist. Von daher, großer Fan. Ja, also abgetaucht ist das richtige Wort, glaube ich sogar. Also er ist bei NXT UK noch präsent. Trent Seven hatte was von Selbstfindung gesagt vor einiger Zeit, ist dann nach langer Pause dann mal wieder aufgetaucht bei NXT UK, hat, glaube ich, er hat gegen A-Kid um den Heritage Cup gekämpft und dann ist er wieder verschwunden. Also ich weiß nicht, ob das auf Man kann, es gibt keine Meldung dazu, ob das beidseitig ist oder auf einseitiger Seite passiert. Aber es gibt, glaube ich, im Moment nicht die Ambitionen, ihn unbedingt zu präsentieren. Hat wahrscheinlich auch seine Gründe. Laut Trent Seven ist es eben eher so Selbstfindung.
Okay, Muss ja man gut. sehen, muss man schauen, wie man das dann bewertet. Ja, man kann nur spekulieren und überlassen wir mal anderen. Ja, ist nicht unsere Aufgabe. Genau, ich würd die Titelregentschaft ähnlich einordnen wie bei Pete Dunne, muss ich ehrlich sagen, weil die ist genauso präsent, die Matches waren genauso top. Sebastian hat da eigentlich alles wunderbar gesagt. Ich würde nur nicht sagen, dass er besser als Pete Dunne ist. Ich würde es eher andersrum sehen. Aber Okay. ansonsten kann ich mich da nur anschließen und würde ihn eben auch bei gut einordnen. Ja, würde ich auch sagen. Kann ich da verstehen? Ich verstehe auch deine Meinung mit denen, dass er besser, also dass Pete Dunne besser ist als Tyler Bate. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Aspekte. Tyler Bate ist sehr gut in der Interaktion mit den Fans und Pete Dunne ist noch ein bisschen das bessere Gesamtpaket. Und das ist aber jetzt eine Sache, da sprechen wir von 0,2, 0,3% Unterschied für mich. Also Ja. sehr nah beieinander, die beiden. Aber Pete Dunne, wie gesagt, diesen kleinen Ticken besser als Tyler Bate, aber trotzdem beide gut. Da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Der Vollständigkeit halber noch. Er hat, ich glaube, Tyler Bates Lieblingsgegner war Bobby Ganz. Den hat er dreimal im Match dabei gehabt. Auch er hat gegen Leo Rush gekämpft. Er hatte da Mac in einem Three-Way mit Bobby Ganz dabei und sogar den Alpha Kevin. Damals noch Kevin Rhodes da auch in einem Three-Way. Und hat den Titel, wie gesagt, über 34 Tage gehalten. Unser nächster Titelträger ist ein Titelträger, der aktuell bei AEW unterwegs ist. Über den haben wir uns schon bei unserem entsprechenden Ranking unserer Rangliste zu den AEW Tag Teams unterhalten. Und zwar ist das Angelico. Und Angelico hatte den Titel über 49 Tage, hat den Titel gewonnen in einem Four-Way bei Superstars of Wrestling 2017. Lustigerweise gegen zwei seiner AEW-Kollegen und Ime Setoci, Pentagon, El Zero M und Rey Fénix. Da hat er damals Setoci den Titel abgenommen. Hat ihn dann gegen Ilja Dragunov in einem Time Limit Draw verteidigt danach und hatte dann noch eine weitere Titelverteidigung, bevor er ihn in den Three-Way, wo unter anderem auch wieder Ime Setoci beteiligt war, wieder abgegeben hat. Und das Ganze halt innerhalb von 49 Tagen. Wie gesagt, Angelico haben wir schon bei dem Tag Team Ranglisten so komplett besprochen. Deswegen halte ich den hier ein bisschen kürzer und überreiche direkt mal an den Daniel. Daniel, wo ordnest du denn Angelico ein? Also Angelico selbst finde ich unglaublich toll. Er hat mich jetzt bei AEW noch mehr, das Tag Team THQ hat mich noch mehr für ihn begeistern können, weil ich fand ihn damals, das erste Mal habe ich ihn gesehen bei der World Tag Team League 2018 müsste das gewesen sein, wo er nämlich wie hieß er nochmal? Ich wollte gerade mal Tanzer sagen. Nein, Nee, Jeff Cobb. Jeff Cobb, ja, Jeff genau. Cobb Meine ich im Team doch. Suplex war, Richtig, genau. ja. Das ist doch mal Und Tanzer, Mensch. ach so, stimmt. Okay, das ist wahrscheinlich, das hört sich nach Lucha Das ist Underground Lucha an. Da Underground, bin ich ja raus. ja, stimmt. Also die beiden waren echt cool zusammen zu sehen. Aber das war ja wohl kein langfristiges Tag Team. Hat aber super funktioniert. Er bewegt sich anders. Er ist anders als andere Wrestler. Das finde ich immer sehr gut, wenn man in dieser ganzen Pool von Wrestlern doch noch es schafft, eine Nische zu finden, die anders ist. Er bewegt sich anders. Er überträgt. Mir fehlt das Wort. Er bringt sich anders rüber. Er hat eine gewisse Coolness an sich. Ja, das stimmt. Ich glaube, er ist am Mikrofon jetzt nicht besonders stark, hat dafür dann eher Jake Evans. Aber alles andere ist wirklich, der fliegt wie ein Säbel durch die Luft und gleitet. Aber gleichzeitig hat er auch wunderbare Technik zu bieten. Und er ist auch unglaublich charismatisch. Also ich finde den Typen, der ist sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass wir noch viel von ihm sehen werden. Die Titelregentschaft war ja ähnlich kurz wie bei Bate und Dunne, hatte auch nur vier Titelverteidigungen. Und in 2017 habe ich davon auch ehrlich gesagt original nichts mitbekommen. Deshalb ja, schwierig für mich einzuordnen. War er in 2017 schon so genial, wie er es in 2018 und jetzt heutzutage ist? Das ist die Frage. War ja. Wenn du sagst, ja, war er, dann würde ich ihn doch in dieselbe Kategorie einordnen wie Dunn und Bate. Sebastian, wie siehst du das?
Ja, also ich kann mich da eigentlich so anschließen. Das Erste, woran ich denke bei Angelico, wenn ich den Namen höre, ist dieser unfassbare Dive, den er bei Lucha Underground gezeigt hat, von diesem Vorsprung runter, gegen die Leiter, gegen den, der auf der Leiter hangt, glaube ich. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wer es Ich war, weiß, was du meinst, ja. aber diese Aktion, also ich hab die bestimmt 100 Mal gesehen, diese Aktion, und kann mir die heute auch immer angucken. Und ganz kurz, also zum Titelrennschaft. Lustigerweise war Superstars of Wrestling 2017 genau dasselbe Event, wo auch Wise bei der WXW angekommen ist. Da gab es dann eben, ich glaube, im Main Event war es, glaube ich, sogar die Young Lions, also Lucky Kid und Tarkan Aslan gegen A4. Und danach kam dann eben noch Wise auf die Bühne. Und zur Titelrennschaft kann ich eigentlich nur sagen, dass ich das genauso sehe wie Daniel. Ich würde ihn auch bei gut einordnen, aber noch vor Dunn und Bate. Du fandest ihn besser als Bidan und Tyler Bates, okay. Ich hätte ihn jetzt auch bei gut, aber ich hätte ihn eher hinter den beiden eingeordnet. Okay. Daniel, wie war das bei dir? Ich habe das jetzt gerade noch mal kurz verworfen im Kopf. Wo würdest du Also ihn da in der Reihe? ich würde ihn. Also ich habe die Titelregentschaft ja nicht so verfolgt, Ja. aber die Regentschaften von Dunn und Bate waren schon echt genial, auch wenn sie kurz waren. Ich würde ihn deshalb dahinter einordnen. Ja, dann sind wir beim 2 zu 1. Dann kommt er auf Platz 3 bei gut. Aber trotzdem, bei gut eingeordnet zu sein, in der Riege mit Pete Dunne und Tyler Bate, da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Das ist, glaube ich, schon Ja, eine das ganz glaube ich nette auch. Einordnung. Ne? Ja, kommen wir zum nächsten. Unser nächster Champion ist jemand, ich glaube, er hat in diesem Jahr seine Karriere, nee, im letzten Jahr beendet. Wir haben ja schon 2021. Und zwar ist das Sascha Kehl, den wir da drin haben, der 2015, von Dezember 2015 bis April 2016 für 112 Tage der Shotgun-Champion war. Und interessanterweise auch in dieser Zeit, obwohl es deutlich länger war, nur viermal mit dem Titel angetreten ist. Und zwar, ja, wie gesagt, im Dezember 2015 bei der Anniversary Show hat er ihn gewonnen, hat ihn bei Back to the Roots verteidigt in einem, ja, wie soll man es nennen? Das war so ein Doppeltitel-Match. Da gab es dort den DTU Alto Impacto-Titel mit dabei, was damit verteidigt wurde. Oh, oh Gott, ja, ich erinnere mich. Ja, lang her, da war dann noch. Aber das war sogar, ich muss es gerade mal sortieren, das war sogar ein Take-Team-Match um den Titel. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Interessante Konstellation, auf jeden Fall 2016 war das. Dann haben wir noch ein Match zwischen Sascha Kehl und Rotation. Relativ kurz, 6 Minuten. Und auch das Match, in dem er seinen Titel wieder abgegeben hat an dem Damek, war auch nur 7 Minuten. Also die Titelmatches von Sascha Kehl relativ kurz, also 6 Minuten 50, 7:22. 8:59 und 11:02 finde ich relativ kurz für so ein Titelmatch. Ja. Bis jetzt auch, glaube ich, von allen, die ich gesehen habe, die kürzeste Variante. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von Sascha Kehl nicht viel mitgekriegt. Habe ich auch nicht viel nachgeschaut, weil das einfach so die Zeit war, die ich jetzt noch nicht mehr so groß angeguckt habe. Er wird immer mal wieder erwähnt, aber vielleicht, ich glaube, Sebastian, du bist ja schon ein bisschen länger da dran. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr zu Sascha Kehl und zu seiner Zeit nochmal sagen. Oh, Sascha Kehl ist auf jeden Fall ein Charakter, der die WXW seit, ich glaube, ja, ich würde fast sagen 2010 ziemlich geprägt hat. Allein schon mit der Kehl Holding. Ich meine, 2014 das erste Mal zum Karat gefahren. Und da hat man schon gemerkt, dass Kehl auf jeden Fall ein Top-Player in der Liga ist, weil er Walter um das Turnier gebracht hat. Er hat Walter im Turnier angegriffen. Und hat dann später im Verlauf dieser ganzen Geschichte auch die jetzige Frau von Walter, Verena Fischer, entführt. Ach, das war die Oh. Story. Ja, davon habe ich schon auch Das gehört. war das, Stimmt. genau, Ja. richtig. Und da gab es, ich meine, das war, oh, ich erinnere mich noch an einen Street Fight, wo ich auch in der Turbinenhalle war. Ich glaube, Mike Schwarz, Tobi Blunt und Walter waren es, glaube ich, gegen die Kehl Holding. Und da hat dann Mike Schwarz, oh, ich glaube, es war sogar Sascha Kehl, ich glaube, 2 Meter von mir, Kehl, ich glaube, dreimal in die Barrikade gehämmert. Und die Fans haben immer mehr gefordert und mehr gefordert. Also Kehl war einfach ein unfassbar guter Heel. Der aber dann später, ich meine so 2015 muss das angefangen haben, von den Fans immer mehr bejubelt worden ist. Und der dann tatsächlich auch zum Face geturnt ist, irgendwann auch das
Na, wie heißt es? Nicht das Karat-Turnier, sondern das World Final League? Ambition. Ambition-Turnier gewonnen hat, genau. Gegen Bobby Ganz im Und Finale. ja, richtig. Und da auch wirklich richtig gut abgeliefert hat und da auch wirklich so ein bisschen ja, sich in die Herzen der Fans gecatcht hat, Man finde muss ich. mal sagen, er hat im Halbfinale Timothy Thatcher besiegt. Einfach nur mal so mitgegeben, ne? Ja, also war schon ein sehr, sehr cooler Wrestler. Die Regentschaft war, glaube ich, ja, nicht so gut, wie es hätte sein können. Aber ich glaube auch, dass danach die Zeit von Kehl bei der WXW so ein bisschen gezählt war, wenn ich mich jetzt nicht total vertue. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass er danach noch große Matches da hatte. Nee, er hat, glaube ich, danach noch, war noch im Shortcut. Und dann ist er auch, glaube ich, gar nicht mehr für WXW Ja. angetreten. Er sollte, glaube ich, im letzten Jahr wieder antreten. Das hat man ja so rausgehört, auch bei Twitter, Genau. dass das der Plan war. Aber dass er halt seine Karriere jetzt beendet hat und das leider Ja. nicht mehr so dazu kommt. Aber er schien sehr gut gelitten zu sein bei der WXW. Ja, tatsächlich. Also, Wo ja. würdest du ihn denn dann einordnen mit seiner Regentschaft? Wenn ich mir so angucke, wer da so dann um ihn herum steht, bei okay, tatsächlich. Gut. Daniel, was sagst du denn? Also ich kann mich tatsächlich erinnern noch, also Sebastian kann mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Ich war mein erstes WXW Live-Event war in Borken, auch in 2015, im Oktober müsste das gewesen sein, im Wennerhof. Und da müsste Sascha Kehl gerade frisch ein Heel gewesen sein. Ich kann mich nämlich noch erinnern, dass er noch verfolgt wurde, um wieder in die Kehl Holding einzutreten. Außerdem hatte er da ein ziemlich dominantes Squash-Match und hat so ein bisschen den Überbösen gegeben. Das war die Zeit. Ja, und dann müsste ja, weil der Titelwechsel war ja im Dezember, das müsste ja relativ kurz danach gewesen sein. Ich habe aber tatsächlich nichts davon mitgekriegt, was mich wundert. Das ist sehr interessant, weil ich war ja bei der Show. Ich kann mich auch super an den Main Event erinnern mit Carsten. Das war ein Multi-Man Tag Team Match. Reich und Schön waren da auch. Und wir hatten damals noch Selfies gemacht mit Mike Schwarz. Da war nämlich Prost, waren Tag Team Champions zu der Ach Gott, Zeit. okay. Und da war eben auch Sascha Kehl mit einem Heel Squash Match Das dabei. war, du sagst gerade Borken war das, ne? Ja. Das war dann Sascha Kehl gegen Steve Valentino in 2 Minuten 29. Ja, sag ich doch. Ein Squash-Match und den Gegner, gut, dass ich mich an den jetzt nicht mehr erinnern kann. Der Name sagt noch überhaupt nicht. Vielleicht ist das irgendwie ein Borkener Man weiß es nicht. Lokalmatador. Man Man weiß es nicht. Oh, es gab ein Match von Walter gegen Ilja an dem Abend auch noch, wo du da warst. Ja, also da waren schon gute Sachen und Mann, Mann, Mann. das muss man gar nicht mal so sehen. Also die WXW Live-Events, da passiert was. Also das ist schon, Ja, ich das war ein paar stimmt. Jahre später auch nochmal da gab es einen Brawl in der Arena, ganz dicht an den Fans. Also das war cool, mit mehreren Leuten, überall ist was passiert. Das war schon cool. Ja, also deshalb, das ist so meine letzte Erinnerung und die nächste Erinnerung an Sascha Kehl. Also dazwischen so waren noch so YouTube-Segmente, die ich so leicht im Kopf und dann die nächste Erinnerung ist, dass er eine Maske trägt und bei Wrestling Deutschland 2 ist. Und das war dann Oh, nicht ach mehr stimmt, so da ist er cool. angetreten, ja. Ja, Oh, unter das einer war, Maske. lass mich kurz überlegen, also Sadistico, ne? Ja, Oh, das ja. ist aber ein Ja, sehr um sprechender Name, Gottes oder? Willen. Um Gottes Willen. Matthew hat ihn einfach der Blimp getauft. Weil die Maske hatte sowas, ja, sowas, Oh, äh, oha. ja, Das war doch befremdlich. Sascha Kehl und Ivanov, glaube ich, ne? Ich Da an weiß der nicht, wen er Turnhalle. dabei sich hatte. Ich glaube, Ivanov war das. Es war so ein bisschen so eine Festus und Jesse-Kombination, Ach so ein Gott. bisschen. Ja. Es ist, ja gut, also wir wollen uns nicht weiter daran vertiefen. Also für mich ist es schwierig, ganz schwierig einzuordnen. Was ich von Sascha Kehl immer gesehen habe, war cool, aber nicht mega geil. Ist mir nie so in der Erinnerung geblieben. Aber ich habe eben auch nicht alles umfassend alles gesehen. Die ganze Kehl Holding Sache mit Anfang bis Ende von Kehl Holding habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Sebastian sagte, das war ja toll. Das war super, ja, wirklich. Ich würde sagen, wir haben vier Titelmatches wieder, auch wenn die Regentschaft deutlich länger war. Vielleicht
im hinteren Bereich von okay, dann ist das ausgeglichen. Ja, aber okay, wäre ich sogar dabei. Pack mal rein. Wunderbar. Ja, Sascha Kiel. Der nächste Kandidat, den wir ja haben, ist jemand, den wir auch schon ja immer noch bewundern dürfen oder beobachten dürfen. Und zwar ist das der aktuelle Head Coach der WXW Academy. Und zwar Avalanche. Insgesamt 114 Tage WXW Shotgun Champion war. Erste Regentschaft 92 Tage, wo er Emir Setoci, dem Nihilisten Emir Setoci, den Titel abgenommen hat und den dann gegen ja, Absolute Andy verteidigt hat und beim Karat, glaube ich, gegen Alexander Dean und Flamita, auch mal gegen Levaniel und dann seine zweite Regentschaft von 22 Tagen, bei der er allerdings keine Titelverteidigung hatte, sondern den Titel direkt beim nächsten Match wieder abgegeben hat. Auch Avalanche, jemand, den wir in unserem Podcast schon sehr oft vertreten hatten, deswegen will ich da auch gar nicht jetzt noch die Daten so groß runterlaufen lassen, weil den, glaube ich, die meisten, die hier bei uns zuhören, wirklich schon ausführlich kennen. Aber ich würde gerne mal wissen, gerade von dir, Sebastian, wie fandest du denn die Titelregentschaften von Avalanche? Also erstmal hat er mir so ein bisschen ein Trauma weggenommen, weil ich die Regentschaft von Setoci, da kommen wir später noch zu, wirklich, wirklich, wirklich schlimm fand. Und da war ich wirklich sehr froh, als das dann geendet ist. Und ich war auch sehr froh, dass das Avalanche den Titel dann gewonnen hat, weil er, glaube ich, der Wrestler ist, der sich in den letzten Jahren bei WXW am besten entwickelt hat. Ich erinnere mich noch an den Karat 2015, 16, irgendwie so, wo er kurz vorher ausfiel mit der Schulterverletzung. Mhm. Und ich noch gedacht habe, ja, schade für ihn, aber jetzt nicht schade fürs Turnier. Was, glaube ich, ein bisschen gemeiner klingt, als es gemeint ist. Und mittlerweile wär ich am Boden zerstört, wenn Avalanche im Karat ist und der da ausfallen würde. Mhm. Hat sich da wirklich extrem gesteigert und ja, von daher würde ich fast sagen, dass ich den Titel, die Titelregentschaft bei gut einordnen würde und zwar noch vor Pete Dunne, also quasi am Anfang von gut, weil er eben sehr viele starke Matches hatte, wenn ich da denke an Flamita oder auch an das gegen Alexander Dean, der glaube ich ein Favorit von Daniel ist. ja, also einfach ein guter One insgesamt gesehen, der einfach den Titel auch noch mal so ein bisschen nach oben getragen hat. Ja, das ist wahr. Der hat wirklich schon gute Matches geleistet und auch den Titel eine gewisse Wertigkeit wiedergegeben. Ja. Daniel, wie stehst du denn dazu? Wo gehört denn für dich Avalanche rein in unser Ranking? Also Avalanche ist, was soll man da sagen? Das ist so, also ich bin ein großer Fan. Also muss man einfach sagen, es ist so, er hat sich auch noch gesteigert seit dem Cerberus und dann ging das immer weiter und jetzt ist er so da, dass man einfach denkt, der World-Titel, der ist in greifbare Nähe gerückt. Diese genialen Matches, die er hatte. Er hatte auch ein paar Sleeper-Fäden zwischendurch, das muss man auch sagen. Die Fäde mit Jörn Simmons, warum auch immer, zwei super Leute zusammen in einer Fäde, hat für mich irgendwie nicht funktioniert. Ja, das stimmt. Aber ansonsten, das ist man kann so viel sagen. Deshalb, und wir haben nicht ewig Zeit, deshalb die Titelregentschaft, die fand ich spitze und ich hätte so sehr gewollt, so gerne gewollt, dass die noch weitergeht. Ja. Aber da man ja eine Engel so ein bisschen auch brauchte, die wahrscheinlich anders verlaufen ist wegen Corona und so, denke ich mal, war die Titelregentschaft eigentlich sehr, sehr geil. Ich würde sagen, die war mit auf dem Level wie Ilja. Wir hatten ja den Titelwechsel nochmal zwischendurch, aber das war auch wieder nur so ein,
für eine Story ist es eigentlich immer, ist es für eine Story, aber es war in dem Fall, war es eben, um kurz eine Geschichte zu erzählen und dann aber wieder weiter Ja. anzuschließen bei Avalanche. Ja, richtig. Und deshalb denke ich, sehe ich das eigentlich schon als eine Regentschaft, obwohl es zwei sind. Und wie Sebastian schon sagte, tolle Verteidigung da drin, tolle Matches auch darin, richtig gute Matches, zum Beispiel eben mit Flamita. Aber auch das gegen Andy war cool. Und das kam ja auch alles aus dem starken aus dem starken Karat, was er hatte. Genau. Und das ist deshalb, also ich würde sagen, das ist auch schon sehr gut. Selbes Level wie ja. Ja, da bin ich dann jetzt mal wirklich auf Daniels Seite. Ich finde auch, dass das eine sehr gute Rolle war von Avalanche, eine sehr gute Regentschaft. Man muss auch sagen, Avalanche hat auch mal einen komplett neuen Aspekt reingebracht. Nämlich, ich glaube, er war für die Zeit der erste richtige Heavyweight im Shotgun-Bereich. Was hatten wir vorher noch nicht bei den anderen Wrestlern? Weil die waren zwar, da waren auch welche bei, die schon etwas bulliger waren, aber der richtige Heavyweight war, glaube ich, Avalanche, oder? Mal gerade, also eventuell Mason Ryan könnte man noch Ja, gut, reinnehmen, ja, der eine Tag, der zählt nicht. aber der eine Tag, genau. Ansonsten hast du recht, Der ja. aktuelle Champion natürlich, der ist ja ein super Ja, Heavyweight, also natürlich. ist ja Er ist ja quasi der Big klar. Dog da Ja, bei der genau, der WEC. ist der Big Dog. Ja, aber deswegen auch, ich fand auch sehr gut die Regentschaft von Avalanche, also muss ich sagen, mir sehr gut gefallen. Nehme ich einfach mit da rein. Gut. Ja, dann haben wir unseren nicht aktuellen, sondern vorherigen Shotgun Champion als nächstes. Und zwar ist auf dem nächsten Platz Metehan mit 154 Tagen Titelregentschaft. Er hat den Titel im Turnier gewonnen. Der Titel wurde ja vakantiert und dann im Turnier neu ausgefochten. Und im Finale gab es dann Hector gegen entsprechend Metehan. In dem Match konnte sich Metehan durchsetzen und konnte seinen Titel danach auch in durchaus ansehnlichen Matches verteidigen. Und auch in Matches, die man vielleicht so nicht erwartet hätte. Wir hatten nämlich neben Matches gegen Senza Volto, gegen Mutation oder gegen Avalanche, hatten wir auch ein Match gegen Killer Kelly. Und das fand ich sehr interessant, dass man hier das Intergender auch bis zum Titelmatchen gezogen hat. Und natürlich Metehan, der bei uns in den ganzen Shotgun-Reviews schon sehr klar dargestellt wurde und sehr oft gelobt wurde, halt für mich auch einer der interessanten Shotgun-Champions hier. Daniel, wie stehst du dazu zu Metehan und seiner Regentschaft? Also, ohne das Böse zu meinen, aber die Regentschaft stand eben unter einem schwierigen Stern, wegen Corona, wegen Das der stimmt. wenigen Fans, die zu dem, was er macht, reagieren können in der Halle, teilweise gar keine Fans. Aber trotzdem, ich habe es ja auch live einmal sehen können. Es ist unglaublich genial, was er mit dem Charakter gemacht hat. Es gab diese Momente, die mit Abdul und Aytac, die fand ich jetzt nicht so gut. Verstehe ich. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war jetzt nicht so meins, aber das, was er selbst gemacht hat, wenn er alleine für sich war oder diese Backstage-Segmente mit Norman, das war alles richtig, richtig cool. Er hat eine ganz andere Facette gezeigt. Er war ganz anders und es war trotzdem genial. Es war neu, es hat es gebraucht. Und er hat eben, man hat diesen, man hat, das war, wenn wir jetzt mal ausblenden, dass das vor kaum Publikum stattgefunden hat, hat sehr viel ineinander gegriffen und perfekt funktioniert. Der Titel konnte genutzt werden. Er war in einer gewissen Position. Es gab Turniere und Storylines und Shows, um die man das aufbauen konnte. Und es hat alles geklickt. Er hatte tolle Gegner mit Killer Kelly, wo er eben sagen kann, er schlägt keine Frauen, aber in Wirklichkeit hat er natürlich Panik, dass er den Titel verliert. Er hat Gegner wie Senza Volto gehabt. Er hat gegen Avalanche gekämpft und da ordentlich was aufgebaut, also ordentlich Zündstoff geliefert. Er hat gegen Hector hatte er dieses Match, dieses Turnier. Das ging 10 Minuten oder so das Match und war wirklich, wirklich genial. Das hat Hector auch nochmal geholfen. Ja. Das ist also, und diese ganzen Promo-Segmente und so, mit dem Gürtel, der Gürtel, der wirklich auch zum ganzen zur Aufmachung und zur Message des Charakters dann passt, weil er erfolgreich sein muss, um seine Mutter, seine Frau
zu beschützen, zu finanzieren, seiner kranken Mutter zu helfen. Das macht er eben, indem er Champion ist und Champion bleibt und alles dafür tut, dass er diesen Titel behält. Und das hat also auch nicht nur ihm, sondern auch dem Titel geholfen, gerade in dieser schweren Zeit, wo die Aufmerksamkeit vielleicht nicht so da ist. Und das hat dann natürlich auch am Ende gereicht, diese Arbeit, um ihn dann in höhere Sphären zu be befördern. Eben das, dass er dann am Ende eben dahin kommt, wo er sprich hin wollte, und das ist zur WWE. Und deshalb muss man sagen, also das ist schon, ich kann nicht perfekt sagen, weil wir eben in dieser Zeit aktuell sind. Ja. Das ist das Schwierige daran. Aber auf jeden Fall sehr gut. Ja, du hast recht. Perfekt, perfekt ist schwierig, weil wir halt wirklich eine schwierige Zeit haben. Und man muss natürlich auch bedenken, das, was. Hallo, alles gut. Das, was wir jetzt Das war mein noch. Hund, Entschuldigung. Achso. Das, was wir jetzt noch erwähnen müssen. Metehan hat es geschafft. Der hat im Grunde in der ganzen Geschichte rund um den Catch Grand Prix hat er den Shotgun-Titel auf die Ebene des Unified-Titel gehoben mit seiner Interaktion mit Bobby Ganz. Und das fand ich sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. Und jetzt übergebe ich an den Sebastian. Ja, also ich kann mich eigentlich nur anschließen, was Daniel so wunderbar ausformuliert hat. Dass ich glaube, dass mit Fans wäre der One von Metehan perfekt geworden. Da bin ich mir sehr sicher, weil er eben den Charakter hat, weil er die Qualität im Ring hatte und weil er eben auch den Gürtel nochmal auf ein anderes Level gehoben hat. Wir kommen nachher noch zu einem Champion, der das auch fast schon sehr gut gemacht hat, fast schon perfekt. Aber ja, von daher, Metehan, also ich würde ihn auch bei sehr gut einordnen und den Wrestler eigentlich fast bei perfekt. Ja, verständlich. Ja, sehr gut. Sehr gut. In welcher Ebene? Vor Ilja, vor Avalanche, hinter Avalanche. Also ich würde sogar fast sagen, vor Ilja. Daniel? Nee, ich kann nicht sagen vor Ilja. Ich würde sagen zwischen den beiden. Ich würde auch sagen dazwischen. Aber das ist auch wieder eine knappe Entscheidung zwischen Ilja und Metehan. Wie du schon sagst, wenn da Publikum gewesen wäre, wenn da das Ganze mit einem viel größeren Hintergrund, viel größeren Showing stattgefunden hätte, dann wäre der auch deutlich weiter nochmal oben eingestiegen. Und ja, vielleicht war der Titelverlauf auch zu kurz, um perfekt zu werden oder um besser zu werden als ein Ilja, muss man auch dazu sagen. Ne? Das ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Ja, dann lass uns einen weiterkommen. Und zwar kommen wir zu unserem ja, ehemaligen Tag Team Wrestler, also zu dem guten Dame Mac, der entsprechend auch hier als Shotgun Champion unterwegs war und dem wir hier dann eine Regentschaft von 181 Tagen anschreiben können. Er hat damals Sasha Kehl entthront und hat entsprechend dann auch verschiedene Verteidigungen gehabt. Er hat nämlich auch gegen Kehl nochmal verteidigt, er hat gegen Bobby Ganz verteidigt, gegen Marcel Bartel, also gegen seinen ehemaligen Tag Team Partner Axel Dieter Junior, gegen Marius Al-Ahly hat er verteidigt. Ja, und Damek aktuell, ja, durch Corona bedingt natürlich nicht so viel im Wrestling unterwegs, dafür im Streaming-Bereich unterwegs auf Twitch als Duddle Connection, auch da gerne mal reinschauen. Der macht nämlich auch schon so ein bisschen Wrestling-Talk zwischendurch. Also, wenn ihr Spaß dran habt, guckt da ruhig mal rein, guckt euch den Maxstar mal an, sehr sympathischer Kerl, und den hört ihr halt auch viel bei Spotify. Der war ja auch schon zu Gast, nur damit ihr das nochmal im Kopf habt. Wenn ihr mehr von ihm hören oder sehen wollt, könnt ihr auch mal reinschauen. Aber lasst uns weiter auf seine Regentschaft hier als Shotgun Champion schauen. Wie gesagt, insgesamt 181 Tage. Das ist schon eine längere Nummer. Er gehört halt auch zu denen, die wirklich länger den Titel gehalten haben. Wir kommen jetzt mal weiter nach oben. Ist ja auch schon seit einigen Jahren aktiv, seit 2008, wie viele wissen. Und hatte halt sehr, aus meiner Sicht sehr coole Titelverteidigung. Also die habe ich mir auch im Nachhinein mal angeschaut. Hatte da sehr viel Spaß dran, weil da schon wirklich coole Matches bei waren, muss man einfach sagen. Also Sebastian, wie stehst du denn zum guten Metehan? Metehan, zum guten Damek. Ich bin einen zurückgesprungen gerade. Wenn du wieder was sagen kannst. Ich glaube, du bist gerade noch stumm, warte mal. Ja, du bist noch, jetzt höre ich wieder was, glaube ich.
Oder? Nee. Bist noch stumm, Sebastian? Bei mir zumindest. Ja, okay. Komisch, Jetzt? das. Okay, jetzt geht's. Ja, Ja, alles klar. wunderbar. Ja, der Mac. Er war ja derjenige aus dem Team Hot and Spicy, der den ersten Singles-Titel gewonnen hat. Was ich damals ein bisschen komisch fand, weil ja eigentlich alle gesagt haben, dass Axel Dieter Junior der nächste große Star ist. Und dann kommt einfach mal der Mac und ja, nimmt ihm da den Spot so ein bisschen weg. Und reißt da wirklich eine gute Titelregentschaft. Also hätte ich nicht gedacht, wo ich das am Anfang gesehen habe, dass er gegen Kiel gewinnt. War ja auch re relativ kurz, wenn ich das 7 Minuten 22, Ja, das stimmt. Titelmatch. Und dann gab es aber halt auch wirklich spannende Sachen, wie jetzt zum Beispiel auch bei Next Step gab es ein Shotgun-Titelmatch, The Mac gegen Johnny Rancid, der jetzt, wenn wir den deutschen Indie-Markt mal sehen, auch nicht irgendwer ist, sondern schon eine größere Nummer. Dann Scotty Saxon, Sascha Kehl, er hatte ja auch das Match gegen Jon Simmons, der damals noch Unified-Champion war. In Oberhausen war das. War, glaube ich, ein No-Contest oder sowas. Das war ein No-Contest, richtig, ja. Das wurde noch groß beworben, das weiß ich noch. Und da haben wir noch Bobby Ganz, Chris Brooks, Rotation, Al-Ani, Hakim Vakur, der auch eine gute Leistung gezeigt hat, wo er bei WXW war. Ja, also ich kann da tatsächlich wenig Schlechtes drüber sagen. Ja, Mac hat immer seinen Gürtel, nee, seinen Stiefel runtergewrestelt, sag ich mal. Du wusstest genau, was man von ihm bekommt. Das war aber meistens gut. Von daher stehe ich dem eigentlich sehr, sehr positiv gegenüber und würde ihn als Champion, ich versuche es nochmal, vor Pete Dunne einordnen. Probieren wir weiter, vielleicht klappt es ja irgendwann. Daniel, was denkst du? Also Sebastian hat schon viel Gutes gesagt. Es ist ja die Titelregentschaft, es kam nach Hot und Spicy. Und ich fand es für die Storyline halt unglaublich interessant, dass da Mac der Erste war, der den Singles-Titel danach gewinnt und nicht die Axel Dieter, weil wir wussten alle, dass Axel Dieter da für den World-Titel bestimmt ist, glaube ich, zu der Zeit. Also das war. Nee, aber man wollte halt nicht unbedingt direkt so eine Shawn Michaels, Marty Jannetty Nummer machen. Und hat eben diesen Köder ausgeworfen. Und das hat natürlich auch zu einer gewissen geförderten Rivalität zwischen den beiden geführt. Und das fand ich damals sehr gut gemacht, dass der Mac den Titel gewonnen hat und eben nicht sofort in die Vergessenheit geht oder einen neuen Tag-Team-Partner kriegt und der Marcel Barl geht ganz steil nach oben, sondern man hat eben diesen Weg gewählt und das fand ich sehr interessant. Und gleichzeitig muss man auch noch so sagen, er ist während dieser Regentschaft ist ja auch zur WWE gegangen und war im Cruiserweight Classic. Ähm, Ja, genau. das, das, und das ist, das ist natürlich auch für die WXW war das so das erste Mal, dass man sowas Großes dann mit der WWE zusammen macht oder zumindest, dass jemand von der WXW, der bei WXW gerade aktiv ist, da sowas Großes dann macht mit der WWE zusammen. Und Cruiserweight Classic war ja vom Wrestlerischen her wirklich oberste Sahne, das war ja das höchste der Gefühle. Also das war ja schon, da waren ja fast nur starke Matches. Das war ja wie so ein Traum. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und vor allen Dingen unter dem WWE-Schirm. Das ist also, was da, also das, da kann man sich immer noch angucken, dieses Turnier. Unglaublich stark. Und ist ja leider relativ früh rausgeflogen. Aber er hat 17 Titelverteidigungen oder Titelmatches gehabt. 17 Titelmatches, das sind deutlich mehr als die Leute, wo wir vorher drüber gesprochen haben. Und das zeigt eben auch dieses Commitment und das zeigt eben auch als Babyface-Champion, der ja damals mal war, wie oft er eben auf die Probe gestellt wurde und ja, wie sehr man ihm auch vertraut hat, dass er bei den verschiedenen Shows eben die WXW ein Stück weit repräsentiert. Und ich sag mal, nicht jedes Match war ein Banger, aber viele, viele Matches waren toll. Und das ist auf jeden Fall eine Regentschaft, die Erinnerung bleibt und die auch notwendig war für den Charakter, für die Charakterentwicklung. Es war interessant für die Story. Und ja, ich würde sagen, wenn es diese Titelregentschaft nicht gegeben hätte, das hätte gefehlt. Das hätte in der ganzen Karriere einfach auch von der Mac gefehlt.
Deshalb, da war Timing wieder richtig super am Start und hat eben auch in der Regentschaft von mehreren Monaten eben auch vielen Leuten geholfen. Vor allen Dingen das Match gegen Alani und gegen Haki Makur, der jetzt leider auch nicht mehr so in Erscheinung tritt. Aber das waren Matches, die haben den Wrestlern geholfen, den Gegnern. Und deshalb würde ich sagen, also ich schwanke gerade so ein bisschen, ob man das einordnen kann bei gut oder bei sehr gut. Wen haben wir noch mal bei gut drin aktuell? Dann Tyler Bate, Pete Dunne und Angelico. genau. Dann würde ich sagen, auch da merkt dabei gut. Vor Pete Dunne oder nach Pete Dunne? Ganz am Ende, als letzter, hinter Angelico. Ganz am Ende als letzter. Ja. Du sagst am Ende, der Sebastian sagt ganz vorne, für mich ist der Mac einer der Menschen, wenn ich an die WXW denke, an die Zeit, wo ich angefangen habe, WXW zu schauen, zu verfolgen, ist der Mac für mich etwas, was mir einfällt. Also das ist jemand, der für mich die WXW so ein bisschen vertreten hat, repräsentiert hat. Und deswegen ist, finde ich, ihn noch für mich wichtiger als ein Angelico zum Beispiel. Das heißt, ich würde ihn in die Mitte setzen. Das heißt, wenn wir jetzt das statistische Mittel nehmen, zwischen ganz vorne, ganz hinten und Mittel, dann landen wir, glaube ich, in der Mitte. Also das heißt, so ungefähre Mitte. Ich würde ihn vor Angelico und hinter unsere England-Buddies setzen. Also bei gut, aber so in die Mitte rein. Okay. Gut. Und in der Mitte habe ich eben jemanden überlesen in meiner Liste. Und zwar jemand, der eigentlich gar nicht überlesen werden darf, weil er auch unheimlich gute Matches gezeigt hat und auch mit verschiedenen Tag-Teams und Stables angetreten ist bei der WXW. Und zwar den guten Ivan Kiev mit einer 113-Tage-Titelregentschaft im Jahr 2017 in seiner Zeit als Mitglied des Stables Rise, wo er sich den Titel damals eben Three-Way geholt hat und dann auch verschiedene Matches verteidigt hat, also auch gegen den Avalanche verteidigt, gegen unter anderem auch Alexander James, Avalanche, Bobby Ganz in dem Four-Way, gegen Marius Al-Ani, gegen Jörn Simmons verteidigt und gegen viele mehr. Und seinen Titel dann später an einen Bobby Ganz wieder abgeben musste. Ja, Ivan Kiev kennen wir bei WXW einerseits von Rise, von dem Stable, wo er halt der, ja, ich sag mal, der Midcard-Champion war, wie man das ja gerne bei Stables hat. Und wir kennen ihn natürlich auch aus dem Purge Club, wo er mit Pete Bouncer nochmal zusammen angetreten ist, als Tag Team. Auch eine ganz große Geschichte, auf die wir in einem späteren Podcast nochmal kommen werden. Und auch ein Wrestler, der eigentlich immer, so wie ich es im Kopf habe, eigentlich immer gute Matches abgeliefert hat mit dem Shotgun-Titel. Und da würde ich jetzt gerne mal wissen, wie ihr das so seht. Daniel, wie stehst du denn zu Ivan Kiev als Shotgun-Champion? Also das war wieder so eine Zeit, wo ich die WXW nicht so stark verfolgt habe. Und deshalb ist das auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Er hatte aber einige Matches, 10 Stück, 10 Titelmatches waren das. Und auch sehr interessante Gegner, unter anderem übrigens auch Alexander James, Avalanche und Bobby Ganz in einem Four-Way. Da kann ich mir nur ausmalen, wie genial dieses Match gewesen sein muss. Es ist schade, dass er Ivan Kiev nicht so präsenter ist, dass der nicht mit in der Gesprächsrunde ist, wenn es darum geht, dass man wirklich starke Leute in dem WXW-Kader sehen möchte. Dann Ivan Kiev wird leider nicht so oft erwähnt. Und das ist schade, weil er liefert, wie du schon sagtest, immer eigentlich gute Matches ab. Und ich habe noch nie ihn eine Promo machen hören, so wirklich. Selten. Also gleichzeitig muss man dazu sagen, ist der Mann unglaublich gut, auch was die Facial Expressions angeht, was die Gesichtszüge und nonverbale Konversationen angeht. Das ist auch ein Skill, den man berücksichtigen muss. Es ist eigentlich schon schade, dass ich diese Titelregentschaft nicht so intensiv mitbekommen habe, weil er wahrscheinlich, ich spekuliere da jetzt mal, wahrscheinlich seine allerbesten Matches hatte in dieser Zeit bei der WXW. Und die müssen unglaublich gut gewesen sein. Ich sehe auch ein Match gegen Jörn Simmons. Also das ist schon, mir fällt die Einordnung schwer, deshalb würde ich gerne hören, was Sebastian dazu noch sagen kann. Ja, also ich
bin da auch voll bei dir. Es ist tatsächlich so gewesen, dass die Matches von Ivan, als er Champion war, finde ich, die besten waren, die er bei WXW hatte bis jetzt. Und eben noch unter dem Rise, ja, Banner, sage ich mal. Und wie du schon sagst, er hat ein unglaubliches Feeling für sein Gesicht, glaube ich. Besonders jetzt, wo er eben im Perch Club ist, da fehlt ihm irgendwie, wenn er so ein bisschen schräg nach unten guckt und so grinst, fehlt ihm irgendwie nur noch so ein Messer in der Hand und dann könnte er ein Serienmörder sein. Ja, für mich sagt er immer, der hat so das Jack Torrance Grinsen aus Shining, das finde ich immer, wenn man ihn so sieht. Ja, ja. Und den Titel One, ja, also er hat quasi so ein bisschen den Titel, wie sage ich das jetzt, durch ein Tal getragen, habe ich so das Gefühl gehabt. Weil damals es gab halt den Shotgun-Title, der war halt irgendwie da, war aber jetzt in der Wertschätzung bei der WXW, glaube ich, nicht so hoch, wie es heute wieder ist. Aber durch die Matches war er eben immer präsent und auch immer sehr, sehr gut präsent und hat auch dann eben die Fans abgeholt, hat immer sehr gute Leistungen gezeigt. Also ich kann da nichts Schlechtes drüber sagen, über diesen One. Wo würdest du ihn denn einordnen? Das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Ich würde ihn tatsächlich auch bei gut einordnen, und zwar zwischen Mac und Angelico. Mhm. Ja. Vielleicht sogar vor Mac. Ja, das tue ich mir auch gerade schwer. Weil es eben zu der Zeit dieses Tal gab, fand ich, für den Titel. Und er das aber sehr gut gemacht hat, den da wieder rauszuholen. Du meinst, weil er leisten musste, damit der Titel wieder so wertig wird, wie er mal war, ne? Ja, genau. Okay, das Argument gehe ich mit. Und setz ihn dann mal dabei gut vor, Mac. Und Daniel, du hast ja gesagt, du kannst nicht so gut einschätzen, dann bist du denn zufrieden mit unserer Einordnung, nach dem, was wir erzählt haben. Ja, natürlich. Dann ist ja gut. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir im nächsten Schritt zum aktuellen WXW Unified Champion, und zwar zu Bobby Ganz, der 224 Tage Shotgun Champion war. Er hat damals dem gerade erwähnten Ivan Kiev den Titel abgenommen und diesen dann in unsagbar vielen Matches auch verteidigt. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber es ist eine ziemlich lange Liste. Und auch mit entsprechend guten Gegnern. Er hatte ein über 20 Minuten Match gegen Absolute Indy zum Beispiel. Er hat gegen Mike Bailey verteidigt. Das muss man auch mal sehen. Mike Bailey, der beim letzten Karat, was durchgeführt werden konnte, eins der besten Matches gegen Madito zum Beispiel durchgeführt hat. Er hat gegen Lucky Kid verteidigt, also Bobby Ganz, gegen Alexander James, gegen einen Mark Davison aus The Open, der gerade wieder in den Ring zurückgekehrt ist. Er hatte bei Superstars Wrestling 2018 Christopher Daniels als Gegner, den wir zuletzt bei unserem Tag Team Ranking von AEW mit drin hatten. Also Bobby Ganz wirklich sehr viele große Matches und große Gegner gehabt und auch diese immer gut runtergearbeitet, würde ich sagen. Dass ich nicht der größte Fan von der Figur Bobby Ganz bin, brauchen wir nicht überreden, das haben, glaube ich, alle mitgekriegt, aber ich erkenne seine Arbeit trotzdem an, er hat gute Matches geleistet. Mir sind die manchmal zu gleichartig, aber das ist ja nicht zwingend immer was Negatives. Daniel, zu Bobby Ganz kannst du auch wahrscheinlich mehr sagen, oder? Absolut, für mich ist es sogar der Shotgun-Champion. Also wenn ich an den Shotgun-Titel denke, denke ich an Bobby Ganz. Das ist einfach so. Er hat für mich unglaublich abgeliefert in dieser Zeit. Auch wenn ich etwas später eingestiegen bin, sage ich mal, das erste Match war ja sogar noch, also das, wo er gewonnen hat, war ja noch 2017. Und sage ich mal so ab April 2018, da bin ich dann so eingestiegen. Also da hatte er schon einige Matches hinter sich, aber wie ich das so sehe, auch gegen tolle Gegner teilweise. Und er hatte auch zum Beispiel fast 20-Minuten-Match gegen Alexander James in Leipzig bei der Wheel of Wrestling Tour. Also da war eigentlich, der hatte gegen Christopher Daniels ein Match bei Superstars of Wrestling. Der hatte das Match mit Mike Bailey, was ja von vielen immer noch in höchsten Tönen gelobt wird, was beide so ein bisschen auch auf die Map gebracht hat. Und es geht nicht besser als die Gesellschaft. Es ist sogar
Wenn ich das jetzt mal mit seinem aktuellen Run als World Champion vergleiche, war der Shotgun Tier Run sogar noch besser, würde ich sagen. Da bin ich sogar bei dir, ja. Und ja. Würde deshalb auch sagen, auch, da waren auch so starke Promo-Segmente dabei. Ich glaube, die Raucherpause wurde zu der Zeit auch eingeführt, oder war das früher? Ich meine, zu der Zeit kam das auch. Ich glaube, das gab es ein Stück vorher. Ich hätte es jetzt auch vorher da eingeordnet. Ich meine, ein bisschen, zwei Monate vom Titel, meine ich, ist das gekommen. Ah, okay. Aber die hat es eben dann auch dazu geholfen, dass er noch weitere Promo-Segmente machen kann. Dann war sie nicht mehr neu, aber sie hat auf jeden Fall ihn dadurch begleitet, durch diese Regentschaft. Ich muss einfach sagen, perfekt. Okay, Sebastian, was sagst du? Ja, ich bin da voll bei Daniel. Ich habe ja eben schon gesagt, dass wir, wo war es bei, ich glaube, Mac, habe ich das gesagt, dass jemand den Titel halt extrem, nee, Quatsch, bei Midian, dass jemand den Titel extrem gepusht hat und das ist eben Bobby Ganz. Wie Daniel schon sagte, wenn ich an den Shotgun-Titel denke, denke ich an diesen One von Bobby Ganz, der einfach kein schlechtes Match hatte, keine schlechte Promo, der ja dann auch das Match, den Titel verloren hat beim Shortcut gegen Alani und dann das Shortcut gewinnt. Also ja, einfach, um es kurz zu machen, perfekt. Und schaut euch unbedingt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das Match gegen Mike Bailey beim Karat 2018 Tag 2 an. Mhm. Das war der Wahnsinn. Das stimmt, aber was ist mit dem Match mit Alexander James? Ja, das natürlich auch, klar. Aber das habe ich jetzt einfach vorausgesetzt, dass die Leute das wissen. Ja, AJ kann nur gute Matches machen mit Sebastian. Ja, klar. Ihr könnt mit einem Putzeimer wresteln und trotzdem würde Sebastian das Match feiern. Ja, natürlich. Ja, ich lasse persönliche Abneigung gegen den Charakter beiseite und schiebe ihn für euch auch auf die perfekte Ebene. Also er ist wirklich der, den man da gerade in den letzten Jahren, der dem Titel nochmal so einen Schwung gegeben hat. Und ja. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, er hat auch Marius Alani wieder auf die böse Seite der Macht gezogen, oder? Mit dem Titelwechsel, ja, war ja, da genau, nicht das? Genau, da hatte, ich glaube, Alani hat den Spot genutzt, den ich glaube, Andy im Karat gegen ihn benutzt hat. Irgendwas mit den Seilen war das, wo sich im Seil festgehalten hat beim Cover, irgendwie sowas war das. Aber auch, da war irgendwas, ja. Ja, damit haben wir Bobby Ganz als Ersten in der Perfektreihe. Mal gucken, ob sich noch jemand zu ihm gesellt. Vielleicht ja sogar unser Master of the Four-Way, würde ich sagen, der nämlich ganz oft in dem Alternative Four-Way beim Karat dabei war und der 229 Tage Shotgun-Champion war in zwei Regentschaften, und zwar Emil Sitochi. Er hat einmal 62 Tage Regentschaft, einmal 167 Tage Regentschaft. Und das Ganze, wie gesagt, aufgeteilt einmal in eine Face-Rolle beim ersten Mal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und beim zweiten Mal dann mit seiner Nihilisten-Rolle, die er da eingenommen hat. Wo er dann von Al-Ani sich einen Titel geholt hat, gegen Wheeler Utah verteidigt hat, gegen Evelyn verteidigt hat. Und bei der ersten Regentschaft halt, die war relativ kurz. Das waren wirklich nur die 62 Tage mit drei Matches, wo er den Titel gewonnen hat in einem Match, in dem auch Cody Rhodes beteiligt war und Dion Simmons beim Karat 2017. Ja. Und das Ganze dann einmal, wie gesagt, verteidigt gegen Bobby Ganz und dann wieder verloren an Angelico bei Superstar of Wrestling 2017. Das Match hatten wir vorhin schon mal erwähnt. Ja, Emi Sitochi, auch jemand, den man mit WXW eigentlich immer in Verbindung bringt. Wir haben auch da schon öfter über ihn gesprochen, deswegen will ich da gar nicht mehr so viel über die Hintergründe sagen. Ich mag den Stil von Emi schon mal, weil er was immer wieder was anderes reinbringt. Gut, die Nihilistenrolle, die war jetzt so ein bisschen grenzwertig. Da wirkt er immer eher so, als wäre er ein bisschen eingeschnappt auf dem Schulhof und nicht unbedingt wie der böse Heel, fand ich. Das wirkt ein bisschen komisch. Aber von seiner Matchqualität hat das ja nichts gekostet, würde ich mal behaupten. Sebastian, wie siehst du die Zeit von Emi Sitochi als Shotgun-Champion? Oh, ich muss leider sagen, sehr, sehr zwiegespalten. Also gerade den zweiten One kann ich leider wirklich nichts Gutes abgewinnen, außer dass er irgendwann zu Ende war. Weil ich eben genau dieses Gimmick, was du gerade beschrieben hast, dieses Nihilisten-Gimmick, habe ich einfach nie verstanden. Der Titel war ihm egal. Dann frage ich mich, warum er dann überhaupt um den angetreten ist und ihn verteidigt hat, und weiß ich nicht. Also das ist wirklich bei mir wirklich ganz, ganz viel Standing vom Titel wieder abgefallen während dieses Ones. Was aber ja einfach nur am Gimmick liegt. Vom Wrestler Sitochi bin ich nach wie vor überzeugt.
Hat ja auch beim Catch Grand Prix gute Leistungen gezeigt. Und ich würde ihm sogar noch mal einen großen Titelrun gönnen. So für ein, zwei Monate darf er gerne noch mal den World Title gewinnen. Aber wenn man jetzt nur diese beiden Runs, ich meine, den ersten kann man ja fast ein bisschen vernachlässigen, würde ich sagen. Das war ja wirklich drei Matches, war jetzt nicht so großartig. Und dann Stimmt. den zweiten eben noch dazu. Nee, muss ich leider sagen, höchstens okay. Okay, dann Daniel, was sagst du dazu? Also 2017, da bin ich wieder raus, da kann ich nichts zu sagen. Und wie Sebastian schon gesagt hat, auch wenn es schade ist, der zweite Run unglaublich langweilig, unspektakulär, das Gimmick kam nicht rüber. Viele Matches oder viele Matches hatten auch, also ein Match hatte einen Countout, ein anderes Match hatte eine Disqualifikation. Ja, stimmt. Besonders lang ging es auch nicht. Ein Match. Ja, das Amerika ist wunderbar, das Match war cool. Also das muss man sagen mit Al-Ani, wo sie beim WrestleMania-Wochenende waren. Das war ganz cool. Das hatte ich mir damals auch live zusammen mit ein paar Jungs von WrestleTalk angeschaut. Also nicht live vor Ort. Gott bewahre, live im Stream. Aber ansonsten, ja, also forgettable Run, also da ist nicht viel hängen geblieben, nur dass es halt sehr träge war und man sich auf das Ende hingesehnt hat. Ich habe das Gimmick auch nicht verstanden. Also ich würd sagen, diese Titelregentschaft war maximal okay. Ja, bin ich bei euch, wie gesagt. Ich mag eigentlich die Matches von Satoshi, aber das Gimmick und die Erzählung des Gimmicks hat unheimlich viel kaputt gemacht. Ja, also ganz kurz noch was zu sagen. Also diese Titelregentschaft war ungefähr so wie die letzte Titelregentschaft von Dolph Ziggler als im Singles-Bereich. Er ist auch irgendwie so der Dolph Ziggler der WXW. Es ist alles durchgespielt und es catcht halt nicht mehr. Obwohl ich sagen muss, dass er mit seinem Titelmatch gegen Bobby Ganz jetzt, was er war, ich glaube, das war die letzte Shotgun-Staffel hatte, damit steht er für mich einen Schritt über Dolph Ziggler, aber das war eindeutig besser als das, was ich von Dolph Ziggler bis jetzt um die Haupttitel gesehen habe. Aber das ist Geschmackssache. Ja, dann ordnen wir ihn bei okay ein, hinter Sascha Kiel, weil er so auf der Kippe zum Gehzu ist und das nicht wegen seinen In-Ring-Fähigkeiten, sondern wegen einem Titelrun, den man vernachlässigen kann und einem, der einfach durch das Gimmick und durch die Gimmick-Erzählung einfach nur anstrengend war. Ja, das Gut. beschreibt sehr gut. Dann kommen wir zu dem Champion, der die zweitlängste Titelregentschaft am Stück hat und auch nur einen Titelregentschaft mit 238 Tagen. Und das ist Marius Al-Ani, der sich den Titel von Bobby Ganz geholt hat bei Shotcut to the Top 2018, wo Ganz dann das Shotcut gewonnen hat. Den Titel dann verteidigt hat, natürlich gegen Bobby Ganz, unter anderem auch gegen Doug Williams. Oder auch gegen Lucky Kid, gegen Walter sogar mal verteidigt. Wen hat er noch alles gehabt? Der hat sogar im, ja, der, ach stimmt ja, Marius Al-Ani war ja sogar Teil vom Team Rice, von dem neuen Rice, also von dem, ja, wie soll man sagen, dem neu zusammengewürfelten Rice, wenn man es nochmal brauchte. Dieses Ja. böse Rice, was auch ein bisschen nicht so der Hit war. War Und dann Weiß 3.0, glaube ich. ja. Rice sagt einmal umgefallen, ja, der war nicht mehr so dolle. Also, und aber er hat trotzdem seine Matchleistung abgeliefert. Er hat danach noch gegen Leute wie Leon von Gasteren, gegen Alexander Wolf oder gegen Jon Simmons Matches bestritten und gewonnen. Auch gegen Oliver Carter. Und hat seinen Titel dann schlussendlich wieder an Emis Itochi abgegeben, den wir ja gerade schon hatten. Hatte aus meiner Sicht als Heel war für ihn, das war für ihn sehr gut, um seinen Charakter zu entwickeln. Weil ich finde, dass er als Face eher schwach war. Da funktioniert er halt mit Andy zusammen als Tag Team, aber alleine nicht so gut. Und als Heel hat er sich für mich deutlich weiterentwickelt. Ja, und im Ring gehört er, glaube ich, mittlerweile zu den Besten, die wir haben. Der also auch beim Catch Grand Prix wieder unheimlich viel geleistet hat. Und auch in den Shotgun-Staffeln. Und jetzt auch auf dem Weg weiter nach oben ist und das Ganze auch verdient. Daniel, was sagst du zu Marius Al-Ani? Steht für mich hinter
hinter Bobby Ganz direkt. Ich war zu dem Zeitpunkt noch kein großer Bewunderer, war noch nicht ganz so abgeholt von Mario Salani. Aber wie du schon sagtest, der Heel-Run hat einiges verändert. Er hatte so viele geniale Matches. Und 238 Tage gegen Lucky, gegen Walter, gegen Ganz, gegen Doug Williams, Johan Simmons, das Match war auch sehr gut. Das war als dieser Road to New York City Events, ich meine sogar 10.3.2013, 2019, das wurde sogar aufgezeichnet beim Karat-Wochenende, meine ich. Ich glaube auch. Und das habe ich noch in sehr guter Erinnerung. Da sah es auch fast so aus, als würde Johan Simmons den Titel auch gewinnen. Ja. Das war gut gemacht. Und ich bin einfach sehr angetan von diesem Run. Aber es war halt nicht ganz auf dem Level von einem Bobby Ganz. Er war halt noch nicht da, wo er jetzt ist, also aus Fanperspektive. Wir haben ja vor kurzem schon einen Podcast gehabt mit Robert Dreisker, mit Avalanche, und er hatte ja erwähnt, dass Al-Ani aus der Sicht der Wrestler schon lange da war und wahrscheinlich auch gerade durch diesen Shotgun-Titel ran. Aber bei uns Fans hat das alles immer noch so ein bisschen gedauert. In der Retro-Perspektive auf jeden Fall ein spektakulärer Run auch und eben in der Zeit tolle Matches abgeliefert. Ich würde sagen, perfekt, aber hinter Bobby Ganz. Gut. Sebastian, was möchtest du noch ergänzen? Ja, ich bin da ein bisschen weniger positiv gestimmt, als Daniel es ist. Ich fand, der Anfang mit dem Heel-Turn war alles super. Auch gegen Bobby war ja dann der Heel-Turn und dann auch die Matches gegen Doug Williams und Lucky Kid, ehemals noch Lucky Kid. Und ich fand aber, dass da auch so ein bisschen so ein Tal gegeben hat, so wie bei Ivan Kiev auch. Und das aber in dem Fall nicht am Titel lag, sondern am Wrestler in dem Zeitraum noch. Und dann gab es halt diese Käfigschlacht und ab dann ist wie als wenn er einen Schalter umgelegt hätte, ab dann wurde es super. Ich weiß nicht, woran es liegt oder ob vielleicht einfach diese Y-Story zu Ende war und ich da einfach froh drum war. Ja, die Y-Story war halt auch so ein Klotz am Bein, ne? Ja, wirklich, aber ab diesem Zeitpunkt ging es nach oben. Und ich war sogar am Ende traurig für ihn, dass er nicht den Rekord eingestellt hat für die längste Regentschaft. Ja, also ich tue mich da schwer. Also ich würde fast sagen, ich würde ihn bei sehr gut einordnen. Und zwar nach Metehan, vor Avalanche. Weil ich jetzt nicht sehe, dass er so viel für den Titel getan hat, leider. Oh, du sprichst mir aus der Seele. Genau da wollte ich ihn auch hinpacken. Weil ich ihn, ich habe ja schon alles gesagt, was ich gut dran fand. Du hast schon recht, ihn hat das Thema Rise runtergezogen, was ja relativ vielen passiert ist, weil die Rise-Storyline war ja so ein bisschen Gift für viele Wrestler, muss man einfach sagen. Obwohl sie so gut angefangen hat, aber durch die ganzen Ausfälle, Verletzungen und so weiter, ist das halt, das hat ja Lucky auch runtergezogen, muss man ganz ehrlich sagen. Denn er ist ja erst mit Metean wieder richtig hochgekommen und Al-Ani hat viel getan, aber nicht so viel wie die anderen für den Titel. Aber er hat sich entsprechend weiterentwickelt über die Zeit. Ich sehe ihn aber nicht auf einer Ebene von einem Bobby Ganz, noch nicht. Und ich finde auch, dass Metehan und Ilja da noch ein bisschen mehr Wirkung hatten auf den Titel. Da bin ich ganz bei dir. Gut, unser vorletzter Champion, den wir besprechen wollen, ist derjenige mit der längsten Regentschaft. Und zwar ist das der gute Axel Tischer oder auch Alexander Wolf, jetzt bei der WWE. Ihr kennt ihn jetzt im Stable Imperium zusammen mit Walter, mit Marcel Bartel und Fabian Aigner. Und er war halt auch langjährig bei der WXW. Ist, glaube ich, eins der Aushängeschilder der WXW, eins der Gesichter der WXW, was immer wieder genannt wird von Leuten, die WXW irgendwann mal besucht oder verfolgt haben. Da ist immer wieder Axel Tischer mit drin. Ne? Das ist, glaube ich, so der Name, der immer wieder kommt. Er hatte, ja, im Grunde müsste man sagen, zwei Regentschaften, wobei die zweite nicht wirklich zählt. Erste Regentschaft hat er einen vakantierten Titel gewonnen in einem Steel Cage Match gegen Carnage.
Hat ihn gegen verschiedene Gegner verteidigt, also auch gegen Carnage, gegen Marcel Bartel, gegen Tobi Blunt und sogar gegen Akira Tozawa, den ihr auch von der WWE kennt. Das ist einer von denen, der jetzt mittlerweile mit seinen Ninjas hinterm 24/7-Titel hinterher rennt. Und ja, ich weiß, das ist nicht schön, aber es gehört dazu. Und dann hat Alexander Wolf, also unter dem Namen, dann nochmal den Titel gewonnen. In Three-Way zu gegen Avalanche und Ilja, wo Avalanche Champion war, konnte den aber wegen Corona nicht verteidigen, musste ihn wieder niederlegen. Und dann ist er entsprechend danach im Turnier ausgefochten worden, wo dann sich Metehan den Titel geholt hat. Eigentlich gab es schon die Attacke von Metehan auf Alexander Wolf, gerade an dem Moment, wo er den Titel gewonnen hat. Aber die Story konnte man dann leider nicht fortsetzen. Hat aber trotzdem den erwarteten Titelwechsel zu Metehan durchgeführt. Das war das Wichtige. Sebastian, wie stehst du zu der Titelregentschaft von Axel Tischer oder Alexander Wolf? Ich kann da leider recht wenig zu sagen, weil tatsächlich war das tatsächlich 2014 das Karat, wo ich das erste Mal da war, und da stand er als Shotgun-Champion im Finale gegen Chris Hero, und er hat mich sofort in den Bann gezogen. Also er war damals noch der Heel, hatte Svetlana Kalaschnikowa an seiner Seite und hat das aber ja einfach gut gemacht. Von daher. Und ich habe halt danach den Shotgun-Titel zwar wahrgenommen, habe aber die Matches nie gesehen, weil das tatsächlich dann in der Regel irgendwelche Townshows waren. Und es damals noch kein WXW Now gab. Von daher habe ich das leider nicht verfolgen können. Da kann ich leider echt wenig zu sagen. Aber ich sag mal so, wenn jemand wie Axel Tischer die längste Regentschaft hat, was den Titel angeht, dann wird das schon was heißen. Bin da leider keine große Hilfe, was das jetzt angeht. Es tut mir leid. Ja, Daniel, wie hilfreich bist du denn? Also Axel Tischer ist vielleicht ja, ist einer der besten deutschen Wrestler aller Zeiten. Ja, definitiv. Und nicht umsonst ist er der erste deutsche Wrestler, der von der WWE unter Vertrag genommen worden ist. Und ja, ich denke mal, diese Regentschaft, wenn man sich das anschaut, Matches gegen Axel Dieter, fast 12 Minuten gegen Akira Tozawa, dann ein Four-Way-Match, wo Drew Gulak auch dabei war, und dann noch ein Match, Four-Match, wo Walter dabei war, ist schon genial. Die Matches gegen Carnage, oh, keine Ahnung. Carnage halt, ne? Carnage. Die waren wahrscheinlich auf jeden Fall sehr hart. Ja, Also das glaube ich auch. dieses Steel Cage Match klingt interessant. Weil Ja, ja, das ist richtig. auch Tischer jemand ist, der ja auch gerne mal gut zulangt. Also. Ja. Vielleicht Back to the Roots 2014. Da muss man vielleicht noch mal bei WXW Now nachsehen. Das würde mich schon. Also das 20 Minuten, ein Match von Carnage. Ja, das klingt interessant. Ne? Klingt interessant. Nun, also da man das nicht verfolgt hat, ist das schwierig einzuordnen, aber er ist der zweite Champion, und die zweite Regentschaft an sich, die kann man gar nicht bewerten. Das war ungünstig für ihn, für den Titel, für die WXW, für die Fans. Für Metehan war es eigentlich ganz günstig. Aber für was, was man wahrscheinlich geplant hatte, eben nicht. Trotzdem, die erste Regentschaft liest sich super und wird ihm auf seinem Weg in seiner Karriere auch geholfen haben. Also da muss echt was Gutes dabei sein. Nicht umsonst hat er auch bei der World Triangle League dann in dem Four-Way gewonnen und die anderen Gegner besiegt, da Ja. die anderen Promotions Und quasi ich besiegt. meine ja auch, dass es sogar kurz danach war, wo er dann zur WWE gegangen ist. Das kann gut sein, ja. Das Vielleicht. müsste 2015, 16 gewesen sein. Er ist ja schon recht lange dabei, ne? Ja, genau. Ja, aber hat er doch noch den World-Titel gewonnen, meine ich. Den hat er doch auch Ja, den noch hat er gehalten. auch noch. Ich weiß nur nicht, wann Ja. das war. Warte mal, den Titelrun war. Shotgun-Titel. Den Nee, der war Shotgun-Titel hat vorher. Der er. World-Titel war vorher.
War tatsächlich vorher, genau. Aber es ist, also er ist einfach ein super Wrestler. Und wenn man jetzt mal die anderen Regentschaften miteinander vergleicht, die wir bis jetzt uns angeschaut haben, müsste er eigentlich so im oberen Mittelfeld sich bewegen. Also so ein gut oder sehr gut. Auf jeden Fall. Wäre ich auch. Also ich würde, glaube ich, sogar fast ihn in die sehr gut Reihe mit reinschieben. Ja. Haben wir da noch mal drin? Wir haben da drin aktuell Ilja, wir haben da drin Mitterhahn, wir haben da drin Mario Solani und Avalanche. Ja, würde ich sagen, ja. Die Frage ist jetzt, an welche Stelle darf er denn? Tja, Sebastian. Ich würde ihn vor Al-Ani und vor, also nach Meteor vor Al-Ani. Ja, doch. Würde ich ihn packen. Doch, könnte ich mitgehen. Daniel, einverstanden? Ja. Gut, wunderbar. Ja, dann haben wir Und unseren längsten regierenden Champion ich habe gerade eingeordnet. nochmal Ja, Sebastian. nachgeschaut, das NXT-Debüt von Axel Tischer war am 18.06.2015. Ach Gott, guck mal, schon echt, der ist schon 6 Jahre dabei bei WWE. Ich Keine erinnere mich Witze. noch an die Galileo-Doku. Ach Gott, ja, Ja. da gab es ja auch was. Ja, die war super, Ja, ja. Wo er gegen Baron Corbin verlieren musste, ja als er stimmt. neu dazu kam. Das hat ja bis jetzt jedem geholfen. Frag mal Matt Riddle mit Baron Corbin. Baron Corbin ist die nächste Stufe nach Rice, wenn dir was am Bein klebt, was du nicht loswirst. Ganz fürchterlich. Er macht gerade auch Sorge dafür, dass Dominik Mysterio auch bald wieder vergessen ist. Wahrscheinlich. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Baron Corbin möchte ich nicht drüber reden. Ich kündige auch an, es wird hier keinen Podcast zu Baron Corbin gehen, in jeglicher Form. Ja, mach das nicht. Wrestling ist kann spielt manchmal ganz interessant. Wer weiß, vielleicht ist er auf einmal nächstes Jahr WXW Unified World Wrestling Champion. Ist mir Wer weiß. egal. Wenn das weiter in dieser Baron Corbin ist, wird es ihm keinen Podcast geben. Ja, Spaß beiseite. Lasst uns zu unserem amtierenden WXW Shotgun Champion kommen, zum Big Dog der WXW. Ja. Zwischen Chappie und Pedigree hat er sich den Shotgun Champion geholt im Silvester Special vom Jahr 2020 gegen Meteor, nachdem er über den gesamten Catch Grand Prix eine Geschichte mit Meteor und Bobby Ganz hatte und da immer vermittelt hat, ist er dann als ja, Überraschungsgegner, nee, das war ja abgesprochen, dass er gegen ihn antritt, ne? Er hat quasi das Tablet von Andy doch gemobst, hat da ihn sich selbst eingetragen und dann sind die gegeneinander Genau. angetreten. Ja, Und dann dann hat hat Andi gesagt, dass wenn die beiden jetzt irgendwie Spränzis machen, dass sie dann, ich glaube, beide eine Geldstrafe zahlen müssen. War das richtig, so? weil das waren noch 2000 Euro, weil Markus Weiß, der hat doch diese E-Mail gesehen, der hat gesagt, da kann Ach was ja. nicht stimmen. Ja, Da Markus Weiß, greife ich jetzt ein. der Ja. der Sherlock Holmes der Ja. WXW-Referees. Wenn es einer kann, dann Markus Weiß. Das ist mein Humor. Das Ja. ist Shotgun pur, sowas. Ja, aber wirklich. Das ist Aber das ist auch okay auf der Ebene. Das ist ja, vollkommen in Ordnung. absolut. Ja, was soll man zu Norman Harras sagen? Norman Harras, jetzt 52 Tage Champion, wenn ich es richtig gezählt habe. Hatte bislang keine Titelverteidigung. Ist das noch nicht viel passiert? Was erwartet ihr denn von Norman Harras als Champion, Daniel? Ja, also das ist auf jeden Fall der Anfang von etwas sehr Gutem, denke ich mal. Ganz einfach aus dem Grund, weil man braucht neue Stars. Norman Harras ist ein Rohdiamant. Sieht man ja auch am T-Shirt. Das ist ja ein Diamant Nein, auch. nein, er ist ein International Superstar. Er möchte nicht mehr Okay. Rohdiamant genannt werden, Das bitte. stimmt, genau, stimmt. Sorry. Ich Ja. bin, ich bin, er ist ein International Superstar. Stimmt, das genau. Das T-Shirt, das leuchtet jetzt auch. Das sind so Spotlights oder so Striche, die Genau, voneinander genau. weggehen. Das ist auch was Ist anderes. einfach der International Rohdiamant. Genau. Ja, nee, wir dürfen ja nicht mehr Nee, er Rohdiamant ist ja schon sagen. ein Diamant, er ist ja schon geschliffen Ach so, quasi. ja, Ist okay. ja schon geschliffen. Er hält jetzt auch den Titel auf dem Shotgun-Titel. Sind ja, glaube ich, zwei kleine Diamant-ähnliche Dinge auch drauf. Das kann Wow, sein, ja. ja, und deshalb, also das ist ja alles schon ganz offensichtlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Aber ich denke mal, er ist promotechnisch da. Er ist charismatisch da. Und er wird eben jetzt. Ihm fehlen halt jetzt noch die Matches, aber er wird wahrscheinlich viele Gegner kriegen, mit denen immer er weiter noch wachsen kann. Und ich finde es gut, dass er den Titel jetzt hält. Er ist die richtige Wahl gewesen, wenn man Metehan jetzt nicht mehr nehmen kann. Und ja, ich bin frohen Mutes,
auf das, was da kommt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, Sebastian, was sagst du dazu? Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, den Daniel. Also Norman Harras übernimmt einen sehr starken Titel von Metehan und wird ihn, glaube ich, auch weiterführen. So stark, wie er jetzt ist. Und dann eventuell sogar nach dem Run sogar schon in Regionen aufsteigen, wo er dann gegen dann eventuell noch den Champion Bobby Ganz antreten kann. Ach, bitte nicht. Ich glaube, da vertust du dich. Da sind wir noch sehr weit Ich glaube entfernt auch. von. Ich glaube, der Ah, muss weiß ich nicht. mindestens 1,5 Jahre dann den Titel halten, damit wir überhaupt erstmal Ja, darüber nachdenken können. wer weiß. Wer weiß. Und dann wird Also, Bobby Ganz nicht mehr Champion sein, da gehe ich von aus. das gehe ich auch von aus. Aber Ja. Storyline kann man auch gut ohne Titel erzählen. Ja, Richtig. das natürlich, klar. Aber es ist halt, also ich sehe einfach, dass Harras, dass das so eine Art Zwischenschritt für ihn ist. Dass er jetzt den Titel hat, den auch halten wird auf dem Level. Ich glaube nicht, dass er ihn nochmal aufwerten wird. Also sehe ich bei ihm im Moment nicht. Nee, das kann auch nach den vorherigen Champions total schwer. Nur du hattest Ja, eben. Metehan, Bobby Ganz, Axel Tischer dazwischen, dann hast du Avalanche. Avalanche, hast Mari Salani. Es wird schwer, den jetzt aktuell aufzuwerten. Muss man einfach sagen. Ja, Ja. richtig. Und von daher sehe ich jetzt, dass er eben auf diesem Level weitertragen wird. Damit dann irgendwann einen jungen Mann, weiß ich, Anil Mari zum Beispiel, dass er den so ein bisschen damit hochziehen wird. Und dann selber dann wieder weiter hochgeht. Könnte sein. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, in welche Richtung Harras Weg geht. Wir haben da viel drüber gesprochen. Ich habe ganz am Anfang mal gesagt, er hat für mich so ein bisschen Verhaltensweisen von einem ganz jungen The Rock, der auch noch ein paar Jahre gebraucht hat, um dahin zu kommen, wo er dann war. Es gab Auf und Abs. Also gerade die ganze Hundefutternummer, deswegen musste ich die hier nochmal einbringen, war für mich so ein Ja. ziemliches Down dabei, aber es hat halt was weitergeführt, was okay war. Aber ich glaube auch, er kann sich weiterentwickeln. Ich sehe ihn noch, also wie Daniel schon gesagt hat, 1,5 Jahre weiter erstmal noch laufen lassen und dann mal gucken, wie weit er nach oben kommt. Ich sehe ihn noch nicht in der Nähe des Unified-Titel. Da sind ganz andere Kandidaten unterwegs. Aber er kann sich dann entwickeln, warum nicht? Die Frage ist jetzt an euch. Ranken wir ihn überhaupt schon? Weil er hat ja noch keine Verteidigung gehabt. Würde ich fast nicht machen, nee. Nee, ne? Weil, Dani, was sagst du? Kann Soll man ich? gar nicht machen, würde ich Richtig. sagen. Es ist unmöglich. Wie soll man das tun? Er hatte weder Promo noch Match oder irgendwas. Ja. Er hat den Titel gewonnen und dann war Lockdown wieder. Genau, richtig. Deswegen würde ich sagen, wir erwähnen hier Norman Harras natürlich. Wir haben jetzt schon ein bisschen vorausgeschaut, aber ein Ranking wird es für ihn nicht geben. Und wenn wir dann mal ein Jahr weiter sind, dann können wir nochmal neu ranken. Da gucken wir mal, wie er sich dann eingeordnet hat. Ja, wunderbar. Dann haben wir unsere Champions, alle, die wir hier so aus unserem Potpourri der Shotgun Champions zuordnen wollten, haben wir jetzt hier auch untergebracht. Für euch nochmal zusammengefasst, liebe Zuschauer, wir haben die 5 Kategorien. Wir fangen unten an. Bei G2 haben wir die kurzen Regentschaften von Chris Brooks und von Mason Ryan. Bei OK haben wir dann einmal Sascha Kehl und wir haben den guten Emi Sitochi, da schwerpunktmäßig durch sein Nihilisten-Gimmick in dieser Kategorie. Bei Gut haben wir die British, ja, ich wollte schon sagen, fast sagen British Invasion, also unsere beiden Briten. Pete Dunne, Tyler Bate, wir haben dort Ivan Kiev, aktuell vom Purge Club. Wir haben da Mac, unseren aktuellen Streamer, die Duddle Connection und wir haben Angelico, den aktuellen Tag Team Wrestler von AEW im Tag Team Hybrid 2. Bei sehr gut haben wir vorneweg Ilja Dragunov, gerade bei NXT UK unterwegs. Wir haben Metehan, gerade frisch bei der WWE NXT UK unter Vertrag genommen. Wir haben Axel Tischer, der im Stable Imperium gerade noch so zwischen ja, NXT UK und NXT irgendwie schwankt, weil man weiß nicht so genau, was da jetzt kommt. Da bin ich auch gespannt drauf. Wir haben Marius Al-Ani, den Gewinner des Catch Grand Prix. Wir haben Avalanche, den Trainer der Wrestling Academy, den Head Coach. Und wir haben ganz oben bei Perfekt noch Bobby Ganz, den aktuellen WXW Unified Champion. Damit haben wir alle eingeordnet und können euch damit jetzt auch in den verdienten Feierabend entlassen, nach fast 2 Stunden Ranking, was wir für euch gemacht haben. 2 Stunden Einordnung in die Rangliste. Aber bevor ich das mache, noch einmal, wie gewohnt, das Dankeschön an die Mitpodcaster. Danke, Daniel, dass du dabei warst. Gerne, hat Spaß gemacht, wie immer. Das freut mich doch. Und natürlich auch danke, Sebastian. Schön, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung und wie Daniel sagt, gerne wieder. Auch bei dir immer wieder gerne und dann wünschen wir allen, die uns zuhören oder zuschauen, je nachdem, wo ihr das Ganze schaut, noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, wann auch immer ihr das schaut. Und denkt bitte dran, unser Just Wing It Podcast hat jetzt einen neuen Twitter-Handle. Daniel, du hast ihn eben nochmal so schön aufgeschrieben. Wie ist er nochmal? Es ist at justbringit und dann unterstrich pod, P-O-D. Wunderbar, vielen Dank. Folgt uns auch einfach da, da kriegt ihr immer automatisch allen neuen Podcasts veröffentlicht. Also wenn man was veröffentlicht ist, kriegt ihr da einen entsprechenden Hinweis. Dann kann ich auch nicht mehr vergessen, irgendwas zu veröffentlichen. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt alles Gute, macht's gut und bis demnächst.